Es ist ein durchaus angenehmer Tag im Großraum Liverpool, dieser 6. Juli 1957. Im Vorörtchen Woolton steigt eine Sommerfete und der 15-jährige Evan Vaughan ist mit seinem exakt gleichaltrigen Kumpel aus dem nahegelegenen Allerton auf dem Weg dahin. Evan kennt den Sänger und Gitarristen der Schülerband, die an diesem Nachmittag auftritt, recht gut, von der Quarry Bank Grammar School für Jungen. Die sechsköpfige Band gibt mit Gitarren, Schlagzeug, Waschbrett und Teekistenbass eine Mischung aus Rock'n'Roll, Folk, Jazz und Country, die sich Skiffle nennt. Und irgendjemand hat sogar ein Tonband dabei. Evan Vaughan weiß, sein Kumpel beherrscht Saiteninstrumente noch sehr viel besser als der Junge auf der Bühne. Er beschließt, beide einander vorzustellen. Nach dem Ende des Auftritts vor der St. Peter's Parish Church hört sich der Bandleader auf Evans Anraten die Gitarrenkünste des pausbäckigen 15-Jährigen an. Skeptisch zunächst, bis der Eddie Cochran's 20 Flight Rock und Bebopalula von Gene Vincent zum Besten gibt, inklusive auswendig gelernter Texte. Leicht macht er sich die Entscheidung nicht. Der als Eigenbrötler bekannte Bandchef weiß, wenn er den talentierten Linkshänder in seine Truppe holt, sind seine Tage als Nummer 1 gezählt. Andererseits ist sich John Winston Lennon sicher, einer wie James Paul McCartney kann die Band entscheidend nach vorn bringen. Paul hat den bewussten Tag in genauer Erinnerung. I remember clearly just coming into this field where the fete was and going past the usual kind of. Ich kann mich genau entsinnen, wie es war, als wir auf diese Wiese gekommen sind mit all den üblichen Buden und so. Und ganz am anderen Ende der Fläche war eine Bühne. Ich glaube, es war die Ladefläche eines LKW und die Band spielte unter anderem Come Go With Me, ein Lied von den Del Vikings, soweit ich weiß. Und sie haben das echt gut gemacht. Der Sänger hatte ein Karohemd an, leicht lockiges Haar und Sideboards, so haben wir damals Koteletten genannt. Und ich dachte, das ist also John. Really great guy in a check shirt, sort of slightly curly hair and long sideboards, as we called them. And Ivan said, that's my mate John, you know. Und dann habe ich mir das Konzert angehört und besonders auf John geachtet, weil ich damals auch schon Gitarre gespielt und ein bisschen gesungen hatte. Und dann ist mir aufgefallen, wie er gesungen hat. Er veränderte den Text zu Come Go With Me völlig. Er sang, komm, geh mit mir zum Gefängnis, anstatt zum Meer. Das war ziemlich gewagt. Words to come go with me. He was making them up. And he was making, come, 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 go with me down to the penitentiary. I was thinking, that's enterprising. Lennon teilt McCartney seinen Entschluss nicht persönlich mit. Pete Shotton, Mitglied in Johns Band The Quarrymen, erwischt Paul etwa 2 Wochen nach dem Auftritt in Woolton, als dieser gerade Fahrrad fährt. Paul überlegt einen Augenblick und sagt ebenfalls ja. Aber ein ganzes Vierteljahr vergeht, bevor es zu einem gemeinsamen Auftritt kommt. Und den vermasselt Paul. Er ist so aufgeregt, dass sich sein mühsam einstudiertes Gitarrensolo in wüsten Missklängen auflöst. Die Quarrymen sind zu dieser Zeit zu fünft. Und obwohl die anderen Mitglieder neben John und Paul die Band nicht ganz so ernst nehmen, der gerade 15 Jahre alt gewordene George Harrison hat es nicht leicht, bei den Quarrymen einzusteigen. 2,5 Jahre Altersunterschied zum Bandleader sind bei Teenagern eben keine Kleinigkeit. Aber es sind vor allem 2 Dinge, die Pauls jüngeren Schulkameraden für John interessant machen. George ist zwar eher ein ruhiger Typ, aber er hat eine coole Teddyboy-Frisur. Und er kann eines von Lennons Lieblingsliedern spielen, das Instrumentalstück Raunchy. Obwohl oder gerade weil Auftritte in dieser Zeit eher spärlich gesät sind, ist die Band beim Songwriting aktiv. Man schreibt die Urversionen von Titeln wie One After 909, Hello Little Girl und When I'm 64. So
Sogar eine Shellac-Aufnahme bringen die Quarrymen im Sommer 1958 zustande. Neben That'll Be the Day aus der Feder Buddy Hollys findet sich darauf In Spite of All the Danger, eine gemeinsame Komposition von Paul und George. Colin Henton, damals Mitglied bei den Quarrymen, erzählt die Geschichte immer wieder gern. Wir sind also zu fünft in Percy Phillips Studio gegangen und wussten, das würde jeden von uns 3 Schilling und 6 Pence kosten. Das war die alte Währung. Als wir im Studio ankamen, sagte Percy Phillips zu uns, das Beste wäre, ihr nehmt die Sachen auf einem Tonband auf und presst sie hinterher auf eine Vinylschallplatte. Und John fragte, wie teuer das wäre, und Percy sagte 1 Pfund. Und John sagte, how much was that going to cost us? And Percy Phillips said, that'd be a pound. John und Paul sind ganz weiß geworden und John meinte, auf keinen Fall bezahlen wir 1 Pfund. Das wären nochmal 6 Pence für jeden gewesen. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, wie reich sie dann am Ende geworden sind. But at least we walked out of there with a record, which did survive. Aber schließlich sind wir mit der Platte hinausspaziert und sie hat die Jahre überlebt, und als die Anthology rauskam, haben sie diese Songs mit draufgepackt. That'll Be the Day und In Spite of All the Danger. Also haben mich die Leute von der Plattenfirma angerufen und gesagt, du hast ja damals auch die 3 Schilling und 6 Pence bezahlt und kannst die jetzt wiederbekommen. Aber ich habe 7 Schilling und 6 Pence rausgeschlagen. Trotz eigener Demoplatte, es sieht alles andere als gut aus für die Quarrymen. Ein Vorspielen für eine Fernsehshow wird vergeigt und George Harrison beginnt in einer zusätzlichen Gruppe, dem Les Stewart Quartet, mitzuspielen. Wie es der Zufall will, kann diese Band aufgrund einer Streitigkeit mit ihrem Sänger ein Engagement im Casper Coffee Club, einem kleinen Liverpooler Kellerladen, nicht erfüllen. Der Gitarrist der Truppe, Ken Brown, fragt George, ob der nicht eine Alternative wüsste. Von da an spielen die Quarrymen jeden Samstag im Casper Coffee Club. Auch Ken Brown schließt sich der Aushilfsband an, bleibt aber nur 6 Wochen dabei. Brown ist sauer auf Paul, der ihm einmal keine Gage auszahlt, weil er aufgrund von Schmerzen im Bein an einem Konzert nicht teilnimmt. Die Rückschläge häufen sich. Eine weitere TV-Bewerbung, diesmal in Manchester, platzt, da sich die Musiker die Übernachtung nicht leisten können. Noch ehe das Publikum mit der Stärke seines Applauses über den Sieger des Abends entscheidet, sitzen Johnny and the Moondogs, so nennen sie sich gerade, im letzten Zug Richtung Liverpool. Das Jahr 1959 geht zu Ende und jede andere Teenager-Kombo hätte wohl aufgegeben in einer solchen Situation. Nicht so Lennon, McCartney und Harrison. John erinnert sich. Ich hatte ja Paul zuerst getroffen und er kam in meine Band, aber als George dazu kam, hat sich alles verändert. Plötzlich waren es nur noch wir drei. Doch das Jahr 1960 beginnt für die Quarrymen mit einem wichtigen Neuzugang. Stuart Ferguson Victor Sutcliffe ist ein enger Freund von John Lennon, beide kennen sich von der Kunsthochschule. Stuart ist ein angehender Maler, hält aber eine Karriere als Musiker für eine ebenso spannende Sache. Obwohl musikalisch nur mit Grundkenntnissen an Gitarre und Piano gesegnet, wird er der neue Bassist der Quarrymen. John überredet ihn, sich das entsprechende Instrument zuzulegen. Und Stuart macht das, denn eines seiner Bilder hat ihm gerade die stolze Summe von 90 Pfund eingebracht. Für die Band ist Stu, menschlich und auch optisch gesehen, eine echte Bereicherung. Musikalisch stört er kaum. Und Stuart Sutcliffe schlägt der Gruppe einen neuen Namen vor. Beatles, buchstabiert B-E-A-T-A-L-S. Das Quartett lernt Alan Williams, in dessen Café Jacaranda, kennen. Dort leistet man sich manchmal einen Espresso. Der kräftig gebaute 29-Jährige entschließt sich, der Band dann und wann Auftritte zu verschaffen, und Beatles-Chronist Mark Lewisohn nennt Williams immerhin einen Quasi-Manager.
Dessen Arbeit ist gar nicht so schlecht. Immerhin schafft er es, den Beatles einen Vorspieltermin bei Larry Parnes zu verschaffen, einem Konzertveranstalter aus London, der für seine Solokünstler noch Begleitbands sucht. Was John, George, Paul und Stewart aber fehlt, ist ein Drummer. Auf Geheiß von Williams kommt Tommy Moore. Der Schlagzeuger ist zwar wesentlich älter als die vier Beatles, aber immerhin hat die Band nun jemanden, der den Takt vorgibt. Jetzt gibt es nur noch Probleme mit dem Bandnamen, den bis auf die Beatles selbst niemand so richtig gut findet. Long John and the Silver Beatles wird vorgeschlagen, aber Lennon lehnt es ab, sich Long John rufen zu lassen. Schließlich sind Long Johns nichts anderes als lange Unterhosen. Es bleibt bei Silver Beatles. Jetzt schreibt sich die Gruppe wie das englische Wort Käfer. B-E-E-T-L-E-S. Der Vorspieltermin für einen Job als Begleitband von Parnes Gesangswunder Billy Fury scheitert. Tommy Moore, der neue Mann am Schlagzeug, kommt zu spät. Sein Ersatz wird kurzfristig Johnny Hutchinson von der Konkurrenzband Cass and the Casanovas, der, interpretiert man die Fotos jenes Tages richtig, furchtbar gelangweilt ist von den Silver Beatles. Als Tommy Moore schlussendlich aber doch eintrifft, spielt die Band in ihrer richtigen Besetzung vor. Den Verantwortlichen ist aber schon früh klar, dass der neue Job als Backingband für den großen Billy Fury nicht durch die Silver Beatles ausgefüllt werden kann. Moore ist für Parnes einfach zu alt und die Band insgesamt nicht gut genug. Aber Parnes hat noch weitere Asse im Ärmel. Eines davon hört auf den Künstlernamen Johnny Gentle. Zusammen mit ihm sollen die Silver Beatles eine kleine Tour absolvieren in Nordostengland und Schottland. John Lennon und Stuart Sutcliffe schmeißen ihr Studium sofort hin. George Harrison und Tommy Moore nehmen sich von der Arbeit frei. Nur Paul muss einiges an Überzeugungsarbeit bei seinem Vater leisten, bis ihn dieser schließlich gehen lässt. Der Weg ins glamouröse Showgeschäft ist endlich frei, denkt jedenfalls die Band. Aber die Tour mit Johnny Gentle gerät zur beinahe Katastrophe. Die Zahlungsmoral des Veranstalters ist so fragwürdig, dass sich die Gruppe teilweise nicht einmal mehr regelmäßige Mahlzeiten leisten kann. Und dann baut Johnny Gentle am Steuer des Tourvans auch noch einen Unfall, bei dem Tommy Moore ein paar Zähne verliert und ins Krankenhaus muss. Wieder zurück in Liverpool sind die fünf völlig desillusioniert, was das Showgeschäft angeht. Obwohl Alan Williams die Band in seinem Club für ein kleines Abendessen an Montagen spielen lässt und einige weitere kleine Auftritte anstehen, Tommy Moore und noch mehr dessen Freundin haben die Nase voll vom Rock'n'Roll-Geschäft. Tommy steigt aus und wieder fehlt ein Rhythmusgeber. Trotz einiger Termine, die die Silver Beatles zusammen mit Jerry and the Pacemakers wahrnehmen, kommt der Tiefpunkt für das wieder zum Quartett geschrumpfte Ensemble in Form von Janice. Die Stripperin heuert die Band für die musikalische Untermalung ihrer Entkleidungskünste an. Ein Aushilfsschlagzeuger namens Norman Chapman bleibt für ganze 3 Konzerte, bis er zum Armeedienst einberufen wird. Für Lennon, McCartney, Harrison und Sutcliffe alias The Silver Beatles, jetzt mit EA in der Mitte, steht das sichere Aus unmittelbar bevor. Doch dann kommt Hamburg. Du musst hierher kommen nach Hamburg und ein paar Bands mitbringen, die hier spielen, steht in einem Brief, den Alan Williams im Frühjahr 1960 aus Deutschland erhält. Geschrieben hat ihn die Royal Caribbean Steel Band, die frühere Stammgruppe seiner Jacaranda Bar. Williams wittert Geld und macht sich auf den Weg. Im Gepäck hat er ein Tonband, auf dem er Aufnahmen seiner Bands, The Silver Beatles, Jerry and the Pacemakers, Cass and the Casanovas und anderen glaubt. Als Williams das Tape vor den Augen und Ohren von Bruno Koschmieder, dem Betreiber des Kaiserkellers, dem großen Tanzpalast der Jugend in Hamburg, anschmeißen will,
ist dort nichts als weißes Rauschen und Piepen. Irgendwo muss das Band entmagnetisiert worden sein. Enttäuscht zieht Williams ab und kehrt nach Liverpool zurück. Koschmider, beeindruckt von Williams grandios gescheiterter Vorstellung ein paar Wochen zuvor, will die englischen Wunderbands selbst hören und fährt fälschlicherweise in die britische Hauptstadt anstelle von Liverpool. In London lässt er sich Ende Mai aus Musikern der dortigen Szene aus dem Two Eyes Coffee Club im Rotlichtviertel Soho eine Band zusammenstellen, die wenig später unter dem Namen The Jets in Hamburg Furore machen wird. An der Gitarre bei den Jets steht ein junger Mann namens Tony Sheridan. Es ist dem puren Zufall zu verdanken, dass sich Williams und Koschmider wiedersehen. Williams muss seiner Band Derry and the Seniors einen Job besorgen und bringt sie im Two Eyes in London unter. Koschmider wiederum braucht Ersatz für seine gerade erst engagierten Jets, da diese ein neues, besser bezahltes Engagement angenommen haben. Er kauft die Seniors vom Fleck weg und so stehen die Ende Juli 1960 auf der Bühne des Hamburger Kaiserkellers. Aber Koschmider will noch mehr von diesen neuen englischen Bands in der norddeutschen Hafenmetropole sehen und Williams ist drauf und dran, die Silver Beatles zu schicken. Vorausgesetzt, die suchen sich endlich einen festen Schlagzeuger. Sie müssen gar nicht so lange suchen, bis sie im Casbah Coffee Club auf Pete Randolph Best treffen, der ein niegelnagelneues Drumset sein eigen nennt. Als Pete Best die Frage nach einer möglichen Mitgliedschaft bei den Silver Beatles mit Ja beantwortet, hat die Band alles, was sie braucht, um sich ein paar Tage später nach Hamburg aufzumachen. In Alan Williams' grünem Austin-Van geht es am 16. August gen Deutschland. Vor der Abfahrt lässt die Band aber noch etwas Wichtiges in Liverpool zurück. Das Wörtchen Silver als The Beatles starten John, Paul, George, Stu und Pete in Richtung Hamburg. Der Kaiserkeller, gelegen auf der Großen Freiheit 36 im Kiez von St. Pauli, ist ein überregional bekannter großer Club. Aber dort werden die Beatles nicht spielen. Koschmider will die Band in seinem Zweitclub auftreten lassen, einem ehemaligen Stripladen namens Indra, an dessen Interieur er nicht allzu viel verändert hat. Sogar die einem Rotlichtviertel angemessene Beleuchtung hat Koschmider übernommen. Ebenso schmuddelig wie der Auftrittsort sind die Unterkünfte. Die fünf schlafen, wenn ihre 4,5- bis 6-stündigen Performances im Indra vorbei sind, in zwei Hinterzimmern des Bambi Filmkunsttheaters. Waschen können sie sich im Besucherklo. Die Band ist nicht daran gewöhnt, auf der Bühne die große Action abzuziehen. Wie bestellt und nicht abgeholt stehen die fünf auf der Bühne und spielen ihre Musik. Bis Koschmider mit seinen überschaubaren Englischkenntnissen immer wieder ruft, mach Schau! Die Beatles, allen voran John Lennon, kommen dieser Aufforderung nur zu gerne nach und machen Schau. John zappelt, springt, hampelt und schreit, dass sein Vorbild für diese Art von Aufführung, die Rock'n'Roll-Legende Gene Vincent, wie ein braves Lämpchen erscheint. Zu all diesem Bühnensport kommt hinzu, dass sich das nicht immer gesetzestreue Hamburger Publikum für ein paar spendierte Biere Songs von den Beatles wünschen darf. Die Wirkung des Alkohols tut ihr Übriges. Der Indra Club hält sich nicht lange. Die Anwohner mögen zwar an das traditionelle nächtliche Gewerbe gewöhnt sein, an laute, hochenergetische Beatmusik sind sie es nicht. Die Polizei greift ein. Die Beatles müssen leise, leiser, noch leiser spielen. Aber wie Chronist Lewison treffend bemerkt,
Long Tall Sally wurde einfach nicht zum Flüstern geschrieben. Nach 48 Tagen muss Koschmider das Indra schließen. Für das Quintett aus Liverpool ist das aber der nächste Schritt nach oben. Die Beatles spielen ab dem 4. Oktober 1960 im Kaiserkeller. Im Kaiserkeller freunden sich die Beatles mit drei Einheimischen aus der Kunststudentenszene an. Klaus Fuhrmann, ein Grafiker, entdeckt die Beatles für sich Mitte Oktober und nimmt fortan seine Freunde, Astrid Kircher und Jürgen Vollmer, beides Fotografen, mit in den Club. Für die Clique aufgrund ihrer Kleidung, ihrer Frisuren und ihres Auftretens ist das Rockerland ein großes Wagnis. Astrid verliebt sich sofort in Stuart und schießt Anfang November die ersten professionellen Fotos der Beatles auf dem Gelände des städtischen Jahrmarktes, dem sogenannten Hamburger Dom. Am 15. Oktober 1960 kommt es zu einem schicksalhaften Zusammentreffen. Nachdem der Vertrag für die Kaiserkellerband Derry and the Seniors ausgelaufen war, hatte Koschmider Rory Storm and the Hurricanes nach Hamburg geholt. Und Paul, John und George treffen sich mit zwei Mitgliedern eben dieser Band an jenem Tag in einem kleinen Hamburger Studio, um eine Version des George Gershwin-Klassikers Summertime aufzunehmen. Pete Best ist nicht zugegen. Und so kommt es, dass der Drummer der Hurricanes hinter dem Schlagzeug Platz nimmt. Zum allerersten Mal spielen die Beatles mit Richard Henry Parkin Starkey Jr. oder auch Richard Starkey zusammen, der sich für die Bühne den Künstlernamen Ringo Starr zugelegt hat. Obwohl sich die vier prächtig verstehen, besteht für Ringo noch kein Grund, die Hurricanes zu verlassen, zumal die Beatles gerade dabei sind, in ihre nächste Krise zu rutschen. Die Beatles kommen in ihren Pausen oft in den Top-Ten-Club, um sich Sänger und Gitarrist Tony Sheridan anzusehen und mit diesem auch zu jammen. Bruno Koschmider passt das gar nicht, immerhin hat er ihnen per Vertrag verboten, ohne seine Zustimmung in einem Umkreis von 25 Meilen um den Kaiserkeller herum aufzutreten. Koschmider lässt den Vertrag mit den Beatles kurzerhand auslaufen. Dazu kommt, dass die deutschen Behörden irgendwie spitz gekriegt haben, dass George Harrison noch keine 18 Jahre alt ist und damit nach 22 Uhr Clubverbot hat. Er wird aus Deutschland ausgewiesen. Obwohl die restlichen Beatles für ein paar Tage mehr schlecht als recht ohne George klarkommen und das Angebot haben, im Dezember offiziell im Top Ten spielen zu dürfen, passiert ein weiteres Missgeschick und dezimiert die noch in Deutschland geduldete Band. Paul und Pete zünden beim Verlassen ihrer Bleibe im Bambi-Kino versehentlich die Tapete an. Oder war es ein Kondom? Anscheinend brauchen sie Licht. Vielleicht wollen sie aber auch nur Herrn Koschmider einen Streich spielen. Obwohl weiter nichts Schlimmes passiert, alarmiert Koschmider die Polizei. Und binnen weniger Tage sind auch McCartney und Best nach kurzen Aufenthalten bei der Polizei und im Gefängnis Santa Fu wieder zurück in Liverpool. Da waren es nur noch zwei. John fährt schließlich einige Tage später freiwillig nach England zurück, aber Stuart bleibt noch bis Mitte Januar 1961. Er hat in Hamburg die große Liebe gefunden und sich mit Astrid Kircher verlobt. Der freie Platz am Bass wird für einige wenige Auftritte im Dezember von Chess Newby besetzt, einem ehemaligen Mitglied bei den Blackjacks. Pete's Band vor den Beatles. Obwohl er nicht bei der Gruppe bleibt, kann er am 27. Dezember 1960 miterleben, wie sich die ersten Anzeichen der Beatlemania anfühlen. In der Stadthalle von Litherland zeigen die Beatles, was sie in Hamburg gelernt haben und bringen die Menge im Saal zum Toben. Angekündigt als direkt aus Hamburg hält das Publikum die Gruppe für deutsch und bewundert die guten englischen Sprachkenntnisse.
Promoter Brian Kelly, der mit dem Auftritt der Beatles in Litherland eigentlich nur dem Liverpooler DJ Bob Wooler einen Gefallen getan hatte, merkt, dass sich mit der Truppe gutes Geld verdienen lässt. Er bucht die Band für ganze 36 Auftritte an der Merseyside, der Region rund um Liverpool, und hievt die Beatles damit auf den Spitzenplatz der lokalen Rockbands. Es kann für Paul McCartney in diesen Tagen nicht leicht gewesen sein, seine angestammte Position in der Gruppe an der Gitarre und dem Piano auf John Lennons Drängen zu verlassen und den vakanten Platz am Bass zu übernehmen. Pete Best und seine Mutter Mona übernehmen wenig später die Federführung, was die Konzerte angeht. Sie buchen die Band quasi rund um die Uhr, manchmal absolvieren die Beatles 3 Auftritte an einem einzigen Tag. Nicht immer sind die Clubs das Gelbe vom Ei und manchmal kommt es sogar zu kleineren Ausschreitungen. Die Beatles schlagen sich durch und immerhin haben sie jetzt sogar einen Roadmanager. Neil Aspinall, ein Kumpel von Pete Best, sitzt hinter dem Steuer, wenn die Band von Konzert zu Konzert tourt, und er trägt das Equipment. Aber die Locations sollen besser werden und der Cavern Club im Herzen Liverpools genießt den Ruf, nicht ganz so verroht wie viele andere Bühnen der Region zu sein. Dumm nur, dass sich der Cavern bisher der Beatmusik verweigert und stattdessen auf gepflegten Jazz setzt. Ganze 9 Monate müssen die Beatles auf ihr Debüt im Cavern warten. Am 9. Februar 1961 gegen Mittag schließlich ist es dann soweit. Stewart ist ebenfalls wieder an Bord. Für die nächsten 2,5 Jahre wird der Cavern für die Band so etwas wie die zweite Heimat. Die Beatles werden zum Aushängeschild und Synonym für den Clubkeller, haben sogar Fanclubs, die sich eigene Namen geben. The Cement Mixers, The Bulldog Gang oder The Wooden Tops. Die Jungs sind begeistert von der unglaublichen Coolness der Gruppe, die Mädchen schwärmen für die Optik. Ihr Liebling ist ohne Zweifel Pete Best, der nicht nur das beste Aussehen mitbringt, sondern mit seiner unschuldigen Schüchternheit und Zurückhaltung reihenweise Heiratswünsche heraufbeschwört. Doch bevor all das passieren kann, steht für die Beatles der zweite Trip Richtung Hamburg an. Pete Best und seine Mutter müssen Briefe an die deutschen Behörden schreiben, um diese davon zu überzeugen, dass es sich bei der Band um angenehme, gesetzestreue Zeitgenossen handelt, die das Grundgesetz ständig unter dem Arm tragen. Top-Ten-Betreiber Peter Eckhorn zahlt sogar 158 D-Mark an die Behörden, so viel hatte die Ausweisung per Flugzeug von Pete und Paul gekostet. Natürlich zieht er das Geld von der Gage ab. George ist mittlerweile 18 und so steht dem neuen Engagement der Hansestadt nichts mehr entgegen. Wochentags 7 Stunden, am Wochenende 8 Stunden, inklusive 15 Minuten Pause jede Stunde, spielen die Beatles ab dem 1. April 1961 im Top Ten. Alan Williams ist ab diesem Zeitpunkt seinen Job als Agent der Beatles los. Den neuen Auftrag hat die Band schließlich allein klargemacht. Die unangenehme Aufgabe, Williams seinen Anteil schriftlich zu verweigern, fällt Stuart Sutcliffe zu. Williams ist verärgert, schreibt böse Zeilen zurück, beruhigt sich aber mit der Zeit wieder. Den allabendlichen Stress kompensieren die Beatles von nun an mit Preludin, einer Substanz, die offiziell zwar ein Schlankheitsmittel ist, zugleich aber eine extrem aufputschende Wirkung hat. Stu spielt zwar nicht mehr regelmäßig mit den Beatles, er hat inzwischen ein stipendiertes Kunststudium in Hamburg angefangen, aber dann und wann begibt er sich mit seinen Freunden abends auf die Bühne, um der alten Zeiten willen. Jürgen Vollmer macht derweil Fotos von der Band auf der Top-Ten-Bühne. Auf Drängen von Astrid lässt sich in dieser Zeit Stuart von ihr seinen Haarschnitt ändern. Die ohnehin langen, nach hinten gekämmten Haare fallen nun nach vorne und bekommen einen Schnitt, den bereits Jürgen Vollmer seit Jahren den Kunststudenten vorgemacht hat. John, Paul, George und Pete brechen angeblich in schallendes Gelächter aus. Neben ihren eigenen Auftritten im Top Ten Club begleiten die Beatles regelmäßig auch Tony Sheridan als Backingband. Sheridan ist musikalisch kein unbeschriebenes Blatt. Er war der Erste, der mit einer E-Gitarre im britischen Fernsehen auftrat und als Session-Musiker auch bei Plattenveröffentlichungen beteiligt.
Auch in Deutschland hat Sheridan gerade einen Vertrag in Aussicht. Er soll Aufnahmen für die Deutsche Grammophon machen. Der Musikverleger Alfred Schacht sieht Sheridan und die Beatles spielen und fragt Bert Kempfert, einen befreundeten Komponisten und Produzenten, ob der nicht Lust hätte, dieses Ensemble am Mischpult zu betreuen. Kempfert sagt zu. Die Beatles begleiten Sheridan bei 5 Songs und dürfen sogar noch 2 eigene dazu spielen. Lennon übernimmt die Lead Vocals bei Ain't She Sweet. George steuert seine zusammen mit John komponierte Instrumentalnummer Cry for a Shadow bei. Als Single wählt die Plattenfirma Polydor My Bonnie aus, ein altes Seefahrerlied, das Sheridan mit einigem Geschick in eine moderne Beatnummer verwandelt hatte. Doch auf dem Plattencover werden die Beatles nicht erwähnt. Tony Sheridan and the Beat Brothers steht auf der Hülle, denn die Firma hat Angst, den echten Namen des Quartetts zu verwenden. Für sie klingt Beatles wie Beatles und ein Beatle wiederum steht im Hamburger Slang für nichts anderes als das männliche Geschlechtsorgan. Außerdem geht es dem Label um Tony und nicht um die Beatles. Sheridan und die Beat Brothers verkaufen von My Bonnie in Deutschland schätzungsweise 100.000 Exemplare. Wieder zurück in Liverpool und im Cavern merkt die Band, dass es trotz aller Begeisterungsstürme in der Heimatstadt nicht so recht vorangeht. Zwar gibt es jetzt eine eigene Zeitschrift für die Beat-Szene, den Mersey Beat, herausgegeben von Johns Schulfreund Bill Harry, und die Beatles schaffen es häufig auf die Titelseite. Aber im Großen und Ganzen tritt die Gruppe auf der Stelle. Musikalisch jedenfalls, denn äußerlich steht eine wesentliche Änderung an. Der Beatles-Haarschnitt, den Jürgen Vollmer, John und Paul im Oktober in Paris verpasst. We knew Jürgen from Hamburg and he was a good friend of us and we just ran into him on the street. Jürgen! Wir kannten Jürgen aus Hamburg und er war ein guter Freund von uns und wir haben ihn auf der Straße getroffen, dann einen Kaffee oder sowas getrunken und geredet und er hatte diesen Haarschnitt und wir sagten, kannst du uns das so schneiden? Got our hair like yours.
Und er sagte, nein, 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 der mochte unseren Rockerstil mit dem ganzen Leder und so. Er hatte auch die Fotos davon gemacht und wir sagten, bitte, bitte. Und er wieder, nein, aber am Ende hat er es dann doch gemacht. Und das war der Beginn des Beatles-Haarschnitts. Und als wir nach Liverpool kamen, hat uns erstmal jeder belächelt. That was the beginning of the Beatle haircut. We went back to Liverpool, everyone. Im Herbst 61 wird der Manager des Plattenladens NEMS, des North End Music Stores in Whitechapel, auf die Beatles aufmerksam. Was genau sein Interesse an der Band weckt, ist zwar umstritten, aber es dürften sowohl die Lektüre des Mercy Beat als auch ein paar Nachfragen in seinem Laden nach der deutschen My Bonnie Single gewesen sein, die ihn stutzen lassen. Als er erfährt, dass die Band nur wenige hundert Meter von seinem Shop entfernt im Cavern regelmäßige Gastspiele gibt, beschließt er, der Sache nachzugehen und sich die Beatles live in der Matthew Street anzusehen. Als Brian Samuel Epstein die vier Musiker auf der kleinen, engen, schlecht gelüfteten Bühne sieht, ist es um ihn geschehen. Es hat mir die Augen geöffnet, mitten am Tag in diesen verrauchten Keller zu gehen und umgeben von Kids zu sein, die sich diese vier jungen Männer auf der Bühne anschauen. Sie waren eher unkonventionell angezogen, im positiven Sinne. Schwarze Lederjacken, Jeans und natürlich die langen Haare. Aber sie haben gar nicht so sehr darauf geachtet, wie sie aussahen. Ich denke, die haben mehr darauf gegeben, wie sie klingen. Und das war es auch, was ich sofort mochte, nämlich was ich gehört habe. Sie waren so ehrlich, so frisch und ich habe etwas bemerkt, dass ich, so vage das klingen mag, Star-Qualitäten nennen will. Aber was immer das auch sein mag, die hatten es. Brian Epstein nimmt die Beatles aber nicht sofort unter Vertrag. Wann immer er kann, kehrt er in den Cavern zurück und unterhält sich mit Lennon, McCartney, Harrison und Best. Aber zwischen der Band und dem 27-jährigen Anzugträger liegen Welten. Außerdem ist ihm noch gar nicht so recht klar, was genau er mit den Beatles anstellen soll. Er ist Plattenverkäufer, kein Labelboss. Erst Anfang Dezember 1961 macht er der Gruppe einen Vorschlag für 25% an den Einnahmen. Besorgt er vernünftige Auftritte, nicht nur in Liverpool, sondern auch außerhalb. Außerdem verspricht er, dass die Beatles nie wieder unter einer Gage von 15 Pfund auftreten müssen, ausgenommen die Mittagsgigs im Cavern. Und er wolle, so sagt er, der Band einen Plattenvertrag besorgen. Der Kontrakt wird von den Beatles unterschrieben. Epstein zeichnet ihn interessanterweise nie gegen. Seinen ersten Coup für die Beatles landet Epstein durch Zufall. Die Zeitung Liverpool Echo veröffentlicht regelmäßig Plattenkritiken unter dem Titel Off the Record und der frisch gebackene Manager denkt, es wäre doch von Vorteil, seine Schützlinge dort einmal vorgestellt zu sehen. Dumm nur, dass die Beatles keine Platte haben. So argumentiert auch Diska, der Autor der Rezensionen, als er von Epstein angesprochen wird. Diska heißt mit bürgerlichem Namen Tony Barrow und schreibt neben seinen Plattenkritiken in der Zeitung beim Musikkonzern Decca die seinerzeit üblichen Erklärtexte auf den Plattenhüllen, die sogenannten Sleeve Notes. Trotz der fehlenden eigenen Schallplatte treffen sich Barrow und Epstein im Londoner Decca-Büro. Epstein spielt die Polydor-Platte vor, aber Barrow zeigt sich unbeeindruckt. Dennoch empfiehlt er seiner Firma, den Beatles eine Chance zu geben. Immerhin sei Epsteins Laden NEMS ja ein guter Kunde. Am Neujahrstag 1962, am Vormittag gegen 11 Uhr, absolvieren die Beatles ihren bis dahin wichtigsten Auftritt. Nach 10 Stunden anstrengender Fahrt im kleinen Bandbus erreicht die Gruppe die Studios von Decca in der britischen Hauptstadt. Mike Smith, der zuständige A&R-Mann, kommt nach durchfeierter Silvesternacht zu spät. Und als er das dürftige Equipment der Beatles sieht, verlangt er, dass die Aufnahmen mit der deutlich hochwertigeren Studioausrüstung gemacht werden. Außerdem drängt die Zeit, denn Smith will sich am selben Tag noch eine weitere Band ansehen, Brian Poole and the Tremolos aus Barking, Essex. Die Beatles geben bei 15 sorgsam von Manager Epstein ausgewählten Songs alles, spielen nahezu fehlerfrei, technische Nachbesserungen sind schließlich nicht erlaubt. Mike Smith findet die Aufnahmen alles andere als schlecht, sodass die Musiker, zurück in Liverpool, nur noch auf das Okay aus London warten müssen. Seit die Beatles von Brian Epstein betreut werden, scheint ihre Zukunft rosig auszusehen.
My Bonnie ist auf Epsteins Initiative inzwischen auch im Vereinigten Königreich erschienen. Bei der BBC steht ein Radioauftritt an. Im Frühjahr sollen Hamburg-Trip Nummer 3 und einige exzellente Engagements folgen. Der neue Mann hat einiges auf die Beine gestellt und dafür gesorgt, dass die Beatles ihre bis dahin nur zu erahnenden Popstar-Qualitäten auch tatsächlich auf die Bühne bringen. Kein Auftritt soll fortan länger als 60 Minuten dauern. Die Setlist wird vorher präzise ausgearbeitet. Jeans und Lederjacke kommen weg. Anstelle des Marlon Brando'schen Outfits tragen die Beatles jetzt Anzüge. 40 Pfund kostet jedes der edlen Stücke aus der Schneiderei Reno Dawn in Birkenhead. Und dann geschieht das Unfassbare. Der Decca-Konzern lehnt die Beatles ab und engagiert die Tremolos. Brian Epsteins Masterplan ist vorerst gescheitert. Der sonst so sachliche und stets bedachte Brian Epstein ist außer sich. Die Beatles werden größer als Elvis Presley. Ihr müsst den Verstand verloren haben, schmeißt er den zuständigen Decca-Obleuten an den Kopf. Doch es bringt nichts. Das Nein ist endgültig und geht als eine der größten Fehlentscheidungen in die Geschichte der Popmusik ein. Obwohl Decca ja nicht die einzige Plattenfirma ist, die den Beatles keine große Zukunft voraussagt. Selbst die EMI-Labels Columbia und His Master's Voice lehnen schriftlich ab. Aber wieder hilft Epstein der Zufall. Und wieder weiß der Geschäftsmann, diese Hilfe zu nutzen. Mit den abgelehnten Decca-Aufnahmen begibt er sich zu einem befreundeten Plattenladenmanager in der Oxford Street, dem HMV-Filialleiter Bob Boast. Dieser kann ihm zwar nicht helfen, was die Labelsuche angeht, er schlägt ihm aber vor, in seinem Geschäft von den Decca-Tonbändern ein paar Acetatplatten mit 78 Umdrehungen pro Minute pressen zu lassen. Zu Demonstrationszwecken mache das einfach mehr her, so seine Argumentation. Epstein sieht das ein. Der Mann, der die Platten anfertigt, heißt Jim Foy und er teilt Epsteins Begeisterung für die Beatles. Stolz erzählt der Manager dem Techniker, dass seine Jungs immerhin 3 der 15 Lieder selbst geschrieben haben. Foy fragt Epstein, ob er denn wisse, dass eine Etage über dem Laden eine Verlagstochter der EMI angesiedelt sei, Ardmore and Beechwood. Deren Chef Sid Coleman ist ebenfalls angetan von dem, was er hört, kann Epstein aber nichts weiter als einen Telefonanruf anbieten. Und zwar beim EMI-Label Parlophone, das sich bisher eher durch Comedy als durch Popaufnahmen hervorgetan hat. Mit dem Talentscout und Produzenten dieses Labels trifft sich Epstein schließlich am 13. Februar 1962 in dessen Büro am Manchester Square. Und George Martin hört etwas in der Musik, das bisher noch keinem der A&R-Leute aufgefallen war. Er beschließt, dass die Beatles einer genaueren Betrachtung wert sind. Sie wurden ja von so gut wie jedem fallen gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes, von jeder Plattenfirma im Lande. Und Brian hatte ja überall angeklopft und Probeaufnahmen abgeliefert. Und sie waren ja sogar bei Amy, meiner Firma, und wurden sogar da abgewiesen. Also ich schätze mal, ich war ihre letzte Chance. George Martin aber lässt erst einmal einen Zeitpunkt für die Audienz bei ihm offen. Es sollen noch Monate bis zum ersten Treffen vergehen. Als die Beatles am 10. April zu ihrem dritten Hamburg-Besuch aufbrechen, nehmen sie dank ihrer regelmäßigen Einkünfte das Flugzeug. John, Paul und Pete fliegen voran, George und Brian Epstein folgen am 11. April. Horst Fascher, der frühere Türsteher von Kaiserkeller und Top Ten Club, hat die Band für eine neue Location engagiert, die demnächst von Promoter Manfred Weißleder in der Großen Freiheit 39 eröffnet werden soll. Den Star Club. Oder, wie es richtig heißt, den Star Club. Fascher wird die Zeit nie vergessen. Weißleder hatte ihn beauftragt, so schnell es geht, ins Vereinigte Königreich zu fliegen. Ja, und dann bin ich nach England rüber, nach Liverpool. Und ich wusste, dass die Beatles zurückkommen wollten nach Hamburg. Und dann habe ich das erstmal natürlich unkomplett gemacht. Bin zu Epstein ins Büro gelaufen. Da wusste ich erst, dass die Beatles jetzt einen Manager hatten. Die Jungs kannte ich vorher schon seit 60 sogar. Ja, und dann, wir wurden schnell einig. Und zur Eröffnung, 13. April, waren dann die Beatles natürlich auch wieder da. Die erste Gage der Beatles war 500 Mark pro Mann pro Woche. Die zweite Gage war 600 Mark pro Mann pro Woche. Und dann, als sie das letzte Mal bei uns waren, bekamen sie schon 700 Mark pro Woche. Und das war eine super Gage. Und für jede dieser Summen rocken die Beatles den Star Club, dass es nur so eine Art hat. Genau 5 Minuten vor 12. 5 Minuten vor 12.
Und weil ich im Stark unter den Stars aus Liverpool mit den Beatles. I Saw Her Standing There ist eines der besten frühen Beispiele für die fruchtbare Zusammenarbeit des Komponistenduos Lennon-McCartney. Hätte Paul den Text allein verfasst, wäre möglicherweise eine Standard-Teenie-Schmunzette herausgekommen. John aber sorgt für etwas mehr Biss. Tja, sie war gerade mal 17. Du weißt schon, was ich meine. Und wie sie mich ansah, das war unvergleichlich. Wie könnte ich also mit einer anderen tanzen, wenn ich sie dort stehen sah? Nun, sie sah mich an und ich konnte sehen, dass ich mich früher oder später in sie verlieben würde. Sie tanzte mit keinem anderen, als ich sie dort stehen sah. George und Brian am Hamburger Airport eintreffen, werden sie abgeholt von Astrid Kircher, der Verlobten ihres Ex-Bassisten Stuart Sutcliffe. John, Paul und Pete sind ebenfalls vor Ort, um den Kollegen zu empfangen. Was Astrid der Band am Flughafen aber erzählt, trifft vor allem John wie der Schlag. Stu ist tot. Gestorben mit 21 Jahren an einer Gehirnblutung. Einen Tag vor dem geplanten Wiedersehen mit seinen Freunden von den Beatles. Die Band braucht Tage, um sich von dem Schock zu erholen. Schlechte Voraussetzungen, wenn man den Druck bedenkt, unter dem die Gruppe angesichts ihres neuen Engagements gestanden haben muss. Der Star Club oder Star Club und seine Stars, die Beatles, sprechen sich langsam, aber sicher in der Hansestadt herum. Auch Rainer Brandt, Synchronsprecher aus Berlin und die spätere deutsche John Lennon-Stimme der Beatles-Filme, erfährt vom Phänomen der künftigen Superstars durch Hörensagen. Da sagte jemand, komm doch heute Abend mal mit, da sind im Star Club. Da ist die Mädels, die toben, die pissen sich voll und die schreien und die sind außer, da ist irgend so eine Musikgruppe. Und dann sind wir da hin und da habe ich die zum ersten Mal gesehen. Und in dem Star Club, es war wirklich eine Mischung, wenn du reinkamst, es war feucht, schwül, ein völlig überfüllter Saal im Halbdunkel und es roch nach Pusche und Turnhalle. Es war, und dann diese ganzen, also überwiegend Mädchen, die schrien sich die Kehle aus dem Leib. So habe ich die das erste Mal gesehen. Und dann haben wir nachher was getrunken. Die Bengels haben ja nicht, die haben keinen Alkohol gesoffen. Als wir an der Bar standen, haben wir ein bisschen gequatscht mit dem Ringo Starr, der sonst sehr ruhig ist. Und der Einzige, der Intellektuelle, war der John Lennon, der sich etwas zurückhielt und aber auch so seine Kommentare von sich gibt, alles bla bla, also keine Tiefe. So habe ich die kennengelernt. Nach außen hin geben sich die Beatles als anständige Vierertruppe. Eingeweihte erleben die Band, um es vorsichtig auszudrücken, anders. Horst Fascher bringt Licht in eine lange ungeklärte Episode. Wie es dazu kommt, dass John Lennon während eines Gigs im Star Club plötzlich mit einer Klobrille um den Hals und sonst so gut wie unbekleidet auf der Bühne steht. Dem Star-Club-Mann fällt nämlich auf, dass die Beatles mehrere Minuten nur zu dritt spielen. Paul McCartneys Aussage, John sei nur kurz auf dem WC, will er so recht keinen Glauben schenken. Und dann bin ich natürlich dem nachgegangen, ob das so stimmt. Und dann fasse ich an eine Tür und die war dann zu. Das war die Toilettentür. Und dann habe ich zweimal angefasst, es wurde wieder nicht geöffnet und dann bin ich nebenan in den Duschraum gegangen. Und dort bin ich auf die Dusche gestiegen und konnte dann über den Mauersims schauen. Und da saß dann John auf der Toilette und hatte seine Hose bis zu den Kniekehlen runter. Und vor ihm saß ein Mädchen und hat ihn dann besprochen, glaube ich. Und das hat mich eigentlich geärgert, dass er die anderen da spielen lassen und er hat sich hier vergnügt. Und da habe ich die Dusche auf kalt gedreht, so doll ich konnte. Und da habe ich das über den Mauersims gehalten und habe die beide dann total benässt. Und habe ich gesagt, und jetzt auf die Bühne. Und er sagt, how can I go on stage? I'm wet. Habe ich gedacht, mir ist es doch egal, geh nackend. Das war aber so ein Spruch. Und das hat er dann wirklich auch umgesetzt. Er hat sich dann ausgezogen, hat nur noch die Beatle Boots anbehalten, sein kleines Unterhöschen und hat dann vor Wut die Toilettenbrille abgerissen, hat sich die über den
Kopf gestülpt, ist auf die Bühne gegangen, die Gitarre genommen und hat den Set beendet, den die gerade zu beenden hatten. Dass die Band in Hamburg ihre Unschuld verliert, betonen die Beatles später immer wieder. Ebenso wie den Umstand, dass die harte Schule des westdeutschen Nordens aus den Musikern sichere, selbstbewusste und vor allem ausgezeichnete Live-Performer macht. Der schwere Anfang ist gemacht, im Jahr 5 nach der Sommerfete im Liverpooler Vorort Woolton. Am 9. Mai 1962 treffen sich Brian Epstein und George Martin wieder. Und der EMI-Produzent lässt einen Plattenvertrag für die Beatles aufsetzen, ohne die Gruppe persönlich kennengelernt zu haben. Martin unterschreibt das Dokument am 4. Juni. Ist das der Termin des berühmtesten Plattendeals der Welt? Die Beatles-Forscher Axel Korinth und Thorsten Knoblauch sagen ja. Denn 2 Tage später steht die erste Session der Beatles an. Und es handelt sich nicht, wie es oft heißt, um einen Vorspieltermin, sondern um einen sogenannten Commercial Test, also die Beurteilung einer frisch unter Vertrag stehenden Band. George Martin veranlasst außerdem, dass die Beatles gemäß den Sätzen der britischen Musikergewerkschaft für die Session bezahlt werden. Und in diesen Genuss kommen nur Bands mit einem gültigen Plattenvertrag. Brian Epstein, immer darauf bedacht, seine Jungs bei Laune zu halten, hatte in einem Telegramm lediglich mitgeteilt, dass die EMI eine Aufnahmesession anfordere, verbunden mit einer Gratulation und der Bitte, die neuen Lieder gut einzustudieren. Gelegenheit dazu haben die Beatles im Hamburger Starclub. Bis Ende Mai geben sie im Kiez ihre nahezu allabendlichen Konzerte. Am 6. Juni schließlich, wieder zurück in der Heimat, macht sich das Quartett auf in den Londoner Stadtteil St. John's Wood. Zu einem weißgetünchten zweistöckigen Gebäude, in dem die EMI seit 1931 ihre Tonaufnahmen macht. Das Haus liegt in der Abbey Road Nummer 3. Von 19 bis 22 Uhr geben die Beatles die Creme ihres Repertoires zum Besten. Dass sich gerade Love Me Do, ein kürzlich im Starclub von Lennon McCartney geschriebener Song, vom Rest der Kompositionen abhebt, fällt zunächst gar nicht George Martin selbst auf, sondern einem seiner technischen Gehilfen, Norman Smith. Der Meister selbst ist nicht anwesend, Smith muss ihn erst holen lassen. Und Martin ist richtig angetan von dem, was er nun hört. Ich habe ihre erste Aufnahme im Juni 1962 gemacht und bemerkt, dass sie gute Künstler sind. Ich habe nicht gedacht, dass sie einschlagen werden, aber ich war der Meinung, dass sie vielleicht trotzdem eine Chance haben. Aber sicher war ich nicht. Er habe ja nichts zu verlieren gehabt, meint George Martin 2006 in einem Interview der Wochenzeitung Die Zeit. Die Beatles hätten, so sagt er weiter, ihren Vertrag nicht von ihm bekommen, weil sie großartige Musiker gewesen wären, sondern es sei das ungeheure Charisma der Band gewesen. George Harrison schreibt dem Produzenten daher auch die alleinige Rolle beim Signing der Beatles zu. Sogar EMI hatte uns ja erst einmal fallen lassen, wie die anderen Firmen auch, aber George Martin hat dann persönlich entschieden, uns einen Vertrag zu geben. Von da an geht es für John, Paul und George steil aufwärts. Und der vierte Mann, Pete Best, er ist schon beim zweiten Termin bei der EMI in London nicht mehr dabei. Stattdessen nimmt seit dem 18. August 1962 Ringo Starr den Platz hinter den Drums ein. Was diesem Tag vorausgeht, ist einerseits das mit Abstand unrühmlichste Kapitel in der Geschichte der Fab Four, andererseits aber auch eine Geschichte über drei Jungs, die ihren Kumpel Ringo unbedingt in der Band haben wollen.
Best, das hatte auch George Martin sofort gemerkt, passt irgendwie nicht zu den Beatles. Er ist weder offenherzig noch so humorvoll wie die anderen, sondern in sich gekehrt und über alle Maßen schüchtern. Ringo dagegen sitzt der Schalk im Nacken. Er ist ein waschechter Liverpooler, ein angenehmer Zeitgenosse. Nicht umsonst hatten die drei Stunden mit ihm zusammen im Hamburger Kiez die Nächte durchgemacht. Im Februar 62 hilft Ringo sogar live am Beatles-Schlagzeug aus, als Pete krank wird. John, Paul und George verstehen sich mit ihm einfach prima. Und ein brauchbarer Drummer ist Ringo auch noch. Nur 5 Tage nach Ringos Einstand heiratet John seine Freundin Cynthia Powell. Dass er noch am Hochzeitsabend wieder auf der Bühne steht, zeigt, wie sehr die Band unter Erfolgsdruck steht. Die Beatles stehen kurz, ganz kurz vor dem Durchbruch. Pete Best hat es im Laufe der Jahre überwunden, nur 1 Millimeter am Weltruhm vorbeigeschrammt zu sein. Und seinen Frieden mit den Beatles hat er auch gemacht. Verstehen kann er seinen Rauswurf bis heute nicht. Das Urteil darüber überlässt er dem Publikum. Sie sind diejenigen, die entscheiden sollen, ob Ringo ein besserer Drummer ist als ich, ob ich in die Band gepasst habe, ob ich nicht umgänglich genug war. Jeder hat da seine eigene Meinung. Es gibt heute höchstens noch 2, 3 Leute, die den wahren Grund kennen. Und sollte der irgendwann bekannt werden, prima. Für mich persönlich ist das jetzt nicht mehr so wichtig, um ehrlich zu sein. Ich lebe mein Leben, ohne den Grund zu kennen, und das wird wohl so bleiben. Dann bin ich eben eines der ungelösten Rätsel der Rock'n'Roll-Geschichte. So sehr stört mich das nicht. George Martin ist als neuer Plattenproduzent der Beatles alles andere als nachsichtig. Mit den Aufnahmen der Gruppe bei ihrem ersten Vorspielen ist er nicht so zufrieden und lässt die Beatles diesmal mit Ringo im Schlepptau noch einmal antanzen. Wieder ist Love Me Do unter den Aufnahmen und Ringo sitzt am Schlagzeug. Ein paar Tage danach bittet Martin erneut ins Studio. Diesmal hat er den Berufsdrummer Andy White dazu geholt, um den studio-unerfahrenen Ringo ans Tambourin zu verbannen. So kommt es, dass die Version mit Ringo am Schlagzeug als erste Single der Beatles auf den Markt kommt und Geschichte schreibt, Andy Whites Version landet auf dem Debütalbum. Die Single Love Me Do und ihre B-Seite P.S. I Love You tun sich ein wenig schwer in den Charts. Nach dem Einstieg auf Platz 49 der Hitparade schwanken die Notierungen zwischen 20 und 40 munter hin und her, um schließlich mit Rang 17 ihre Höchstnotierung zu finden. Böse Zungen behaupten, Brian Epstein persönlich habe ein Vermögen ausgegeben und 10.000 Exemplare selbst aufgekauft, um den Song zu pushen. Immerhin hat er 5 Tage vor der Veröffentlichung einen 5-Jahres-Vertrag mit der Band unterzeichnet. Brian aber bestreitet die Vorwürfe vehement. Nach einem weiteren Starclub-Engagement nehmen die Beatles Ende November ihre 2. Single, Please Please Me, auf. Eine klare Hommage an den US-Rock'n'Roller Roy Orbison. 1962 geht für die Beatles mit einem Feuerwerk zu Ende. Nicht nur im Merseybeat belegen sie mit komfortablem Vorsprung Platz 1 der Jahresend-Beliebtheitsskala, nein, auch der landesweite New Musical Express und seine Leser nehmen Notiz von den Liverpooler Newcomern. Platz 5 für die beste britische Gesangsgruppe geht an die Beatles. Die EMI ist nicht gerade schüchtern, was die Veröffentlichungen angeht. Schon Anfang Januar 1963, 2 Monate nach Love Me Do, kommt Please Please Me auf den Markt und beschert der Band zweierlei. Zum ersten einen Auftritt im landesweiten Fernsehen und zum zweiten endlich eine dauerhafte Präsenz im Radio. Nicht nur in Liverpool, sondern überall in Großbritannien. Die treuen Liverpooler Fans merken schon, dass ihre Band der Stadt langsam, aber sicher entwächst. Die Auftritte im Cavern werden weniger, bis sie schließlich ganz aufhören und die Beatles ihre Basis nach London verlegen. Der Moment der Wahrheit fällt just auf einen Konzerttermin im Cavern. Die Band steht gerade auf der Bühne, will beginnen, als das Telegramm eintrifft und Club-DJ Bob Wooler verliest, Please Please Me erreicht den Spitzenplatz der Charts im New Musical Express. Die Stille, die sich im Publikum des Cavern ausbreitet, gilt bis heute als legendär. Selten im Rockgeschäft strömen Freudes- und Abschiedstränen so dicht beieinander wie in der Matthew Street Nummer 10 an diesem 19. Februar 1963.
Jetzt legen die Beatles nach. Die erste LP, Please Please Me, wird an nur einem einzigen Tag aufgenommen. Denn neben allem geschäftlichen Geschick, das Brian Epstein für die Band aufbringt, neben aller Professionalität auf Seiten des Produzenten George Martin und ganz abgesehen vom Image und Auftreten der Band, ist es schlicht und ergreifend die Musik, die das Land erobert, so wie einst Star Club und Cavern. Gebt den Beatles ein Publikum und sie werden es verzaubern. Und das Publikum wächst und wächst und wächst. From Me to You, veröffentlicht im April 1963, markiert den Anfang des Mega-Erfolgs der Beatles, also den Zeitpunkt, ab dem eine neue Single des Quartetts natürlich und wie von ganz allein auf Platz 1 der Hitparade schießt. Gerade so, als wären andere Künstler gar nicht anwesend. Und irgendwie ist es ja auch so. Eine Tour, bei der die Beatles eigentlich den Support der US-Rocker Tommy Rowe und Chris Montez übernehmen sollen, degradiert die beiden Amerikaner zu Anheizern für John, George, Paul und Ringo Starr, der inzwischen sogar die alte Liverpooler Fanbasis überzeugt hat. Es macht, so scheint es, einen Unterschied, ob vier gleichgesinnte Freunde wie jetzt oder nur drei Freunde mit einem Bekannten wie Pete Best zusammen auf der Bühne stehen. Warum versteht sich Ringo mit den Beatles eigentlich so gut? Beeindruckt ist der Drummer vor allem von John. Ich habe John in einer Kaffeebar in Liverpool kennengelernt. Da haben die drei gerade geprobt. Ich spielte damals noch bei Rory Storm. Da haben wir uns das erste Mal getroffen. Wir waren da noch keine Freunde. Wir hatten nur immer Hallo gesagt, weil wir ja beide in Bands gespielt haben. Und richtig kennengelernt habe ich ihn erst in Deutschland. Fabelhafter Kerl. Er hatte das größte Herz von allen Menschen, die ich bis heute kenne. Er war manchmal auch durchgeknallt, aber er hat dir sein Herz gegeben. Guy would give you his heart. Im Kielwasser der Beatles schwimmen ein Haufen anderer Musiker aus der Mersey-Region in die vorderen Hitparadenränge. Bands wie Jerry and the Pacemakers, The Searchers, The Mersey Beats und die grandiosen Swinging Blue Jeans. John Lennon allerdings findet den Begriff Mersey Beat in Bezug auf die Beatles nicht so passend. Wir spielen ja weiter, was wir bisher gespielt haben. Mersey Beat ist so eine Sache, die sich die Presse ausgedacht hat. Wir machen Rock'n'Roll. Buddy Holly, klar, der hat uns beeinflusst von Anfang an. Ich meine, er war einer von den ganz Großen. Ob Lennon den Terminus Mersey Beat nun mag oder nicht, die Journaille sieht einen Wettlauf zwischen den neuen Gruppen aus Liverpool und Umgebung. Alles Blödsinn, sagen die Beatles. Gibt es eigentlich eine Eifersucht unter aktuellen Bands? Mit den meisten von den Gruppen sind wir befreundet. Das ist wieder so eine Pressesache. Die sehen immer irgendetwas vor sich gehen, aber wir sind Kumpels. Und wenn uns irgendjemand von denen nicht leiden kann, würde er es uns nicht ins Gesicht sagen, sondern hinter unserem Rücken. Mit den Beatles und den anderen Bands von der Merseyside ändert sich die Herangehensweise an das Lebenskonzept Jugend und seine Bindung an Popmusik, die unser Verständnis bis heute beeinflusst. Ihr Grundtenor, du musst kein geborener Star sein, du musst nicht alles auf einmal können, um die Welt zu beeindrucken. Vier Jungs von nebenan haben es geschafft, in einer Band. Du kannst es auch, wenn du eine Band hast. Und so wie die Beatles keinen klaren Bandleader an ihrer Spitze haben, haben auch die meisten anderen jetzt gegründeten Gruppen mindestens zwei Leute am Mikrofon. Und sie wagen es, eigene Lieder zu schreiben, so wie es Lennon und McCartney vormachen. Die Beatles bringen, trotz ihrer von jetzt an unabdingbaren Abgeschiedenheit vom Volke, Fans und Stars näher zueinander. Und das im Angesicht der heraufziehenden Beatlemania.
Die großen, ernsthaften Musikzeitschriften des Vereinigten Königreichs widmen sich im Sommer 63 unisono dem Phänomen aus Liverpool. Auch Mädchenmagazine wie Boyfriend oder Valentine haben die Beatles vorn auf dem Cover. Die Band ist schlicht und ergreifend überall präsent in Großbritannien. BBC, Radio, das Fernsehen, alle wollen die Beatles. Und das bitte landesweit. Die erste Langspielplatte, Please Please Me, hält sich unglaubliche 30 Wochen an der Spitze der Charts. Und das nur, um dann vom Nachfolger mit dem Titel With the Beatles abgelöst zu werden. Wie hatten sich die Beatles gefreut, zusammen mit ihrem Idol Roy Orbison auf Tour gehen zu dürfen. Der große Roy Orbison, der bei John Pate gestanden hatte beim Komponieren von Please Please Me. Doch auch er, der Weltstar aus den USA, spielt bei den gemeinsamen Tourabenden die zweite Geige. Seine unzähligen Hits nützen ihm da auch nichts. Gegen die Beatles kommt ab jetzt niemand mehr an. Das bedeutet aber längst nicht, dass die Beatles gemachte Leute sind, geschweige denn reich. Brian Epstein hatte im Voraus dutzende Gastspielverträge abgeschlossen, die der Band jetzt nach ihrem Durchbruch geradezu popelig vorkommen müssen. Dennoch, es gibt nicht einen einzigen Veranstalter, dem Epstein absagt, indem er etwa, wie im Geschäft nicht unüblich behauptet, sein Künstler wäre krank. Nein, Epstein hält sich an alle Abmachungen. Nur in Einzelfällen und bei gegenseitigem Einvernehmen zahlt Epstein Abfindungsbeträge. Nicht ein einziger Geschäftspartner, so jedenfalls schreibt es Mark Lewison in seiner Enzyklopädie, habe sich je über Brian Epstein beschwert. Es ist schier unglaublich, was die Beatles alles auf die Beine stellen binnen weniger Monate. Neben all ihren Auftritten, TV-Einladungen und Radiointerviews nehmen die vier ihr zweites Album und mit She Loves You den Schlachtruf einer ganzen Generation auf. Am 3. August 1963 treten die Beatles zum letzten Mal im Cavern Club auf. Es ist nicht so, dass die Band dort nicht mehr hätte auftreten wollen. Aber die Kellerbar ist einfach zu klein, um der Horden Herr zu werden, die den Musikern bei jeder öffentlichen Gelegenheit nachsteigen. Und es ist eine Frage der Sicherheit. Nicht umsonst suchen sich die Beatles mit Mel Evans, einem früheren Türsteher im Cavern, einen zweiten Assistenten neben Neil Aspinall. Brian Epstein entscheidet, seine vier Megastars oder The Boys, wie er sie nennt, nicht mehr der kleinen Clubszene auszusetzen und das Konzertengagement auf Locations zu begrenzen, die mindestens Theatergröße haben. Die Songauswahl folgte recht pragmatischen Vorgaben. On a concert we just do songs that are known. Auf Konzerten spielen wir einfach die bekanntesten Sachen, also die Songs, die man eben kennt. Best known. Nicht nur das Publikum, sondern auch die Band selbst. Wir machen die Sachen, die wir gut können. Ich meine, wir haben sie aufgenommen, da müssen wir nicht mehr üben. Auch ihre zahlreichen TV-Auftritte können die Beatles genießen, mit einer Einschränkung. Es sei denn, sie lassen uns tagelang dafür proben. Und trotzdem geht's schief. Der Begriff Beatlemania findet zum ersten Mal seinen Weg in die britische Presse, als die Gruppe am 13. Oktober im Londoner Palladium auftritt, um dort eine Fernsehshow zu bestreiten. Val Purnell's Sunday Night at the Palladium markiert den Moment, ab dem die Beatles mit kreischenden Massen vor allem junger weiblicher Fans und Tumulten seitens der männlichen Vertreter gleichgesetzt werden, jedenfalls in Großbritannien. Ihre Rückkehr auf dem Londoner Flughafen nach einer kurzen Tour durch Schweden bleibt in kollektiver Erinnerung, sowohl bei der Band selbst als auch bei den Sicherheitskräften. Mehrere hundert Fans mit Pilzkopffrisuren warten johlend und kreischend auf ihre Idole. So laut, dass, so sagen Augen- und Ohrenzeugen, sogar die Düsen der Passagierjets nicht mehr zu hören sind. Und so ein Jet gibt gut und gerne 120 Dezibel von sich. Mehr als 130 verträgt das menschliche Ohr nicht ohne bleibende Schäden. Ende des Jahres, am 1. November, erscheint eine Single auf dem britischen Musikmarkt, deren A-Seite I Wanna Be Your Man heißt, aus der Feder von Lennon-McCartney. Die Interpreten dieser Single nennen sich The Rolling Stones. Die Beatles überlassen ihren Song der Gruppe, weil Mick Jagger und Co. dringend einen Nachfolgetitel für ihr Debüt, Come On, brauchen.
I Wanna Be Your Man in der Version der Stones erreicht Platz 12 der Hitliste. Wir waren niemals Rivalen. Ich meine, die Beatles haben für die Stones geschrieben. Das haben sich die Medien ausgedacht. Wir haben doch die Stones nie schlecht gemacht. Auch Mick hat nicht bei der Presse angerufen und gesagt, oh, diese Beatles. Als die Beatles drei Tage nach Erscheinen der Stones-Single am 4. November im Rahmen der Royal Command Performance vor den Augen der Königin Mutter und Prinzessin Margaret ihr Repertoire zum Besten geben, ist die Tatsache, dass die Ankunft der Royals vom Eintreffen der Musiker gnadenlos in den Schatten gestellt worden war, noch das geringste Problem für Brian Epstein. Natürlich sorgt sich der Manager um das Wohlwollen des Königshauses gegenüber seinen Schützlingen, aber schnöde Eifersucht würde der Buckingham Palace wohl nicht offen zeigen. Sollte John Lennon allerdings tatsächlich auf der Bühne wortwörtlich äußern, was er in der Garderobe zu sagen angedroht hatte, dann gute Nacht. Ich werde Ihnen einfach sagen, Sie sollen mit Ihrem beschissenen Schmuck schütteln, sagt John zu dem geschockten, stets höflichen und förmlichen Brian hinter der Bühne. Aber Lennon schafft es, den Spruch im Rahmen des Konzerts fast nett klingen zu lassen. Ein wenig sarkastisch, aber nett. Für den nächsten Song möchte ich Sie um Unterstützung bitten. Die Leute auf den billigen Plätzen klatschen bitte und der Rest, wenn Sie einfach mit Ihrem Schmuck rasseln würden. Der Saal lacht und lauscht Twist and Shout, der letzten Nummer dieses Abends. Es ist bezeichnend, wie weit Lennon ungestraft gehen darf. Der Sympathiebonus für das Liverpooler Quartett aus der Arbeiterklasse ist einfach zu groß. Beatlemania eben. Ein wenig unscheinbar angesichts der zahlreichen Lennon-McCartney Nummer 1-Hits im Laufe der Jahre bricht Twist and Shout aus der Feder der Isley Brothers doch einen ersten Rekord für die Beatles. Das Stück wird nicht als Single veröffentlicht, also als kleine 45er Platte mit je einem Song auf einer Seite, sondern als EP. Extended Play bedeutet die Abkürzung und meint, dass auf jeder Plattenseite zwei Songs zu finden sind. Und als solche EP erhält die Scheibe erstmals Silberstatus für eine 250.000 verkaufter Einheiten. Das Album With the Beatles bringt es auf eine 500.000, die Single She Loves You auf eine ganze Million und es hört nicht auf. Für Single Nummer 5, I Want to Hold Your Hand, gibt es allein 1.000.000 Langzeitvorbestellungen, die einen Tag vor der Veröffentlichung noch einmal um 500.000 anwachsen. Nicht wenige Musikkritiker und Journalisten können es nicht glauben, dass es tatsächlich auch die Musik sein soll, die den massiven Erfolg der Gruppe begründet. Manche sind sich sicher, es sind die langen Haare. Und so wird George Martin gefragt, ob das sein Masterplan gewesen sei, ob er sich die langen Haare als Produzent ausgedacht habe. Nein, ich habe ihre Haarschnitte nicht erfunden. Sie hatten ja schon lange Haare, als ich sie das erste Mal traf. Sie haben mir gesagt, dass sie ihr Haar gern lang tragen. Sie würden es nicht gern geschnitten mögen. Und ich denke, sie mögen es, weil sie so ihre Köpfe schütteln können und die Haare ganz natürlich immer wieder in ihre Position zurückfallen. Quite naturally. Wenn ich das mit meinen komischen Haaren mache, dann sehe ich zerstrubbelt aus. Bei den Beatles ist das wie bei Hunden. Die können sich auch schütteln und das Fell behält seine Form. Gefragt, ob es denn die Haare oder die Songs seien, die den Erfolg ausmachen, gibt George Martin eine klare Antwort. Kein Zweifel. Es ist die Musik, immer. Auch die Band selbst ist die ewige Fragerei nach dem Haarschnitt langsam leid. Wir mögen einfach lange Haare, das ist alles. Ihr mögt es kurz, wir mögen es lang. Brian Epstein wäre nicht Brian Epstein, würde er sich angesichts der unglaublichen Bilanz seiner Schützlinge Ruhe gönnen. Für 1964 hat er bereits ein dreiwöchiges Engagement in Paris vereinbart.
Ein Vertrag über einen Kinofilm ist auch schon unterschrieben. Ebenso steht fest, dass die Boys im Juni zu ihren Fans nach Australien und Neuseeland reisen werden. Alles schön und gut. Aber der größte Musikmarkt der Welt, die Vereinigten Staaten von Amerika, haben von den Beatles bisher so gut wie keine Notiz genommen. Brian Epstein setzt auf Risiko. Will er gewinnen, müssen zwei Faktoren zusammenkommen. Faktor Nummer 1: Die Beatles brauchen in Übersee eine Hitsingle. Bisher erscheinen die Songs der Liverpooler in den USA bei kleinen Plattenfirmen, die man heutzutage wohl Independent Labels nennen würde. Epstein muss also Capitol Records, den US-Ableger der EMI, überzeugen, seine Boys endlich zu pushen. Er schafft es mit viel, viel Überredungskunst für Januar 1964 I Want to Hold Your Hand zur Veröffentlichung bei Capitol unterzubringen. Doch so hochwertig die Singles der Beatles auch immer sein mögen, Epstein weiß, ohne ein richtiges Publikum, ohne visuellen Kontakt gelingt der Durchbruch nicht. Epstein setzt alles auf eine Karte und die heißt Ed Sullivan. Der in die Jahre gekommene US-Fernsehentertainer findet das ganze Getöse der Briten um die Beatles zwar höchst amüsant, traut aber seinen Ohren nicht, als Epstein tatsächlich anfragt, ob seine Band gleich dreimal in seiner prominenten TV-Show auftreten könne. Sullivan hätte mit Sicherheit Nein gesagt, wäre Epstein nicht mit einem verlockenden Rabatt einverstanden gewesen. Sullivan darf die Beatles dreimal in seiner Show spielen lassen, muss aber nur etwas mehr als eine Gage nebst Flug und Hotel berappen. Alles in allem 1000 Pfund. Sullivan sagt ja und es ist, wie sich herausstellen wird, eine weise Entscheidung. Dass die Pariser Society mit den Beatles vorerst nicht allzu viel anfangen kann, ist den Vieren klar. Das dreiwöchige Gastspiel in Frankreich beginnt zudem mit technischen Problemen in der Eröffnungsnacht und die Konzerte führen zum ersten Mal seit etwa einem Jahr nicht zum kompletten Zusammenbruch einer Gesellschaftsordnung. Die Musiker aber wundern sich eher über das ungewöhnliche Publikum. Es sind immer mehr Männer als Frauen im Saal. Gespannt wartet man also auf die Einspielergebnisse von I Want to Hold Your Hand in den USA. Und wieder ist es ein Telegramm, diesmal in der französischen Hauptstadt, das ihnen mitteilt, die neue Single der Beatles hat den Sprung auf Platz 1 der US-amerikanischen Hitparade geschafft. In Deutschland ist die Band davon noch weit entfernt. Etwas widerwillig nehmen die Beatles in Paris deshalb deutsche Versionen ihrer Songs I Want to Hold Your Hand und She Loves You auf. Die deutsche Plattenfirma ist der Meinung, dass man ohne deutschsprachige Songs den bundesrepublikanischen Markt auf keinen Fall knacken könne. Komm, gib mir deine Hand und sie liebt dich. Aus der Feder von Radio Luxemburg-Moderator Camillo Felgen werden im März 64 in Deutschland als Single herausgebracht und tatsächlich zum großen Erfolg. Der Radiomann hat für die deutschen Versionen der Texte nur einen einzigen Abend Zeit. Und die Beatles, allen voran Paul, stellen Forderungen, wie sie klingen sollen. Also erstens, das I ist ein Vokal, den wir sehr schlecht singen. Da habe ich da mal überlegt. Ja, ihr habt aber gleich zu Anfang in She Loves You, da fängt er aber ein sehr schönes I. Nein, das ist ein E, hat er gesagt. Das ist ein englisches E, das wird nur I ausgesprochen. Da sage ich, in Deutsch könnt ihr das auch so machen. Da stellt euch doch vor, ihr habt ein englisches E, wenn ich ein I schreibe. Und dann singt ihr das, wie ihr She singt und so. Ja, you're right. Und dann kein SCH. Das können wir überhaupt nicht aussprechen. Da habe ich gesagt, und was ist mit Witch? Ist doch ein SCH. Ja, ich meinte nicht das SCH, ich meinte das CH. Küche können wir nicht aussprechen. Na, sag ich, das können wir eventuell weglassen. Brauchen wir nicht. Und so haben wir dann rumgehandelt und gehandelt über Vokale und Konsonanten. Und dann haben wir gesagt, naja, wir gehen jetzt mal ins Olympia, machen unseren Auftritt, gehen dann essen und dann, wenn wir wiederkommen, so gegen eins, dann werden wir uns das anschauen und wenn das in Ordnung ist, dann machen wir das morgen früh. Die haben mir also so eine Flasche Dimpel hingestellt mit dem berühmten Korb rum, nicht? Ja, und ich habe mich also mit dieser Flasche etwas beschäftigt und dann habe ich über Konsonanten und Vokale nachgedacht und dann versucht, also den Text im Original so hinzukriegen, wie er in Englisch gedacht war. Die Stunden vergehen. So gegen 12:30 war ich dann fertig mit der Aufgabe und als sie dann kamen, habe ich ihnen den Text vorgelegt und dann haben die Gitarren ausgepackt und haben um 1 Uhr nachts da oben im Georges Dijk angefangen, Musik zu machen und Deutsch zu lernen. Ja, dann haben wir noch hier ein Wörtchen geändert und dort ein Wörtchen ersetzt.
Und dann auf einmal haben wir gesagt, now it's okay. Ich habe gesagt, das geht nicht anders. Ja, kannst du nicht machen. Der hat ja so ein bisschen Deutsch auch gesprochen worden, aus der Hamburger Zeit noch. Kannst du nicht sagen, sie liebt dir? Nee, sage ich, das ist Berliner. Das geht nicht. Es kauft kein Kölner. Zurück in die USA. Ob Brian Epstein das Szenario hätte vorausahnen können, sei dahingestellt. Neben Capitol Records und ihrem I Want to Hold Your Hand wollen natürlich auch die kleineren Firmen, die alle vorangegangenen Singles der Band veröffentlicht hatten, ein Stück vom fetten Beatles-Kuchen abhaben. Die Labels Swan und VJ bringen daher ihre alten Aufnahmen erneut auf den Markt und so kommt es, dass die Beatles mit all ihren 63er-Singles auf einmal, inklusive beider Alben, die Charts dominieren. Und das alles wenige Tage vor ihren 3 Auftritten im landesweiten US-Fernsehen. Die Ankunft auf dem frisch getauften JFK-Flughafen in New York stellt alles in den Schatten, was die Beatles trotz der Beatlemania in ihrer Heimat gewohnt sind. 3000 brüllende Teenager, allesamt kurz vor dem Kollaps, zeigen der Band, dass kein Europäer jemals so hysterisch kreischen kann wie ein amerikanischer Jugendlicher. Der Journalist Larry Kane, der die Beatles 1964 auf ihren US-Gastspielen begleitet, fragt Jahrzehnte später eines der am Airport umgekippten Mädchen, wie sie das Erlebte aus heutiger Sicht betrachte. Genau so, sagte sie, jederzeit würde sie es wieder tun. Einen Blick auf die Band selbst hatte sie 1964 nur für den Bruchteil einer Sekunde erhascht. Ein Weltrekordpublikum. Von 73 Millionen Menschen sieht die Beatles bei ihrem ersten Live-Auftritt im amerikanischen Fernsehen. Es folgen die von Epstein in weiser Voraussicht vereinbarten weiteren TV-Termine nebst den prestigeträchtigen Performances in Washingtons Colosseum und der Carnegie Hall in Manhattan. Dass allein in New York fast 400 Polizisten zum Schutz eingesetzt werden, sagt einiges über den Gemütszustand der amerikanischen Beatles-Fans aus. Und der Begriff British Invasion, der den Überseeerfolg englischer Bands im Dunstkreis der Beatles bezeichnet, ist so untreffend nicht gewählt. Die Invasion ist erfolgreich, Amerika im Handstreich erobert. Die Plattenverkäufe sind entsprechend, George Martin ist mit seinen Schützlingen zufrieden. Well, it has been absolutely fantastic. Es lief alles absolut fantastisch. Ich glaube nicht, dass je ein anderer Künstler oder eine andere Gruppe in so kurzer Zeit so viel verkauft hat. Nach meinen Informationen erreicht die Zahl der Schallplatten, die sie in den letzten nicht einmal 2 Jahren weltweit verkauft haben, 20 Millionen. Der enorme Erfolg macht sich auch im familiären Umfeld der Bandmitglieder bemerkbar. Ringos Lieblingsgeschichte in diesem Zusammenhang handelt von einem Besuch bei seiner Tante. Ich habe gemerkt, wie sich die Sachen in der Familie verändert haben. Als mal bei meinem Tee etwas daneben geschwappt ist auf die Untertasse und alle meinten gleich, oh, wir müssen ihm eine neue geben. Und ich dachte, aha, okay. Elvis hatte es vorgemacht und so sind auch die Beatles nicht abgeneigt, einen Film zu drehen.
Voll von verdrehtem, urbritischem und gelegentlich auch schwarzem Humor gerät A Hard Day's Night unter der Regie von Richard Lester zu einem seinerzeit völlig neuartigen Mix aus Comedy, Doku und Musikfilm. Befragt nach der Qualität seiner Darbietung, gibt sich John Lennon sachlich. Sie ist so gut wie von jedem, der nicht schauspielern kann. Das trifft auch auf Ringo zu, dessen miesgelaute Torkelszenen am Wasser nicht etwa seinen Schauspielkünsten, sondern einem gewaltigen Kater zu verdanken sind. Produzent George Martin sieht bei der Band dennoch einen gewaltigen Sprung nach vorn. Sie entwickeln sich als Entertainer. Sie haben dafür keine Ausbildung, aber Entertainer als solche haben auch keine Ausbildung im eigentlichen Sinne. Ihre Ausbildung ist die Welt. Sie erlernen ihre Art von Darbietung, indem sie vor der ganzen Welt spielen. Schauen Sie sich Frank Sinatra an. Der hat sich seine Art zu singen selbst beigebracht. Ich würde nicht sagen, dass die Beatles mit Sinatra jetzt zu vergleichen wären. Das wäre Unfug. Aber sie entwickeln sich so, dass sie irgendwann vielleicht einmal so akzeptiert werden wie Sinatra. They will become as accepted in the world of entertainment as he is. Einen Großteil des Films drehen die Beatles im Londoner Scala Theater. Der Hamburger Radiojournalist Dieter Bröer ist einer der ganz wenigen deutschen Reporter, die in jenen Tagen in der britischen Hauptstadt in Sachen Beatles unterwegs sind. Also die Zeit, als die Beatles den Film drehten, Hard Day's Night, das war im Scala Theater, da war der ganze Londoner Stadtteil abgesperrt von Polizisten, weil so viele Menschen dahin kamen, dass die das gar nicht mehr regeln konnten. Und dann haben die Teenager da vor Begeisterung geschrien, bis sie in Ohnmacht fielen. Und die Polizei hatte da also eine ganze Menge Wagen stehen, wir würden sagen so Notarztwagen, die in Ohnmacht fallenden Teenager da betreuten und wieder auf die Beine brachten. Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen. Frenetische Schreie und sie fielen in Ohnmacht, wenn irgend so ein Beatles irgendwo erschien, aus dem Auto stieg und ins Theater ging und so. Also es war unglaublich faszinierend, aber auch manchmal erschreckend. Journalist Bröer gelingt es sogar, ins Scala Theater hineinzukommen. Ohne Einladung, ohne Genehmigung. Ohne alles. Als ich bei dem Scala Theater war, da konnte ja auch keiner ran. Da war ja Polizeiketten eingehakt vor dem Eingang. Und ich bin dann auch zu einem Polizisten gegangen und habe gesagt, ich bin hier von Deutschland her geschickt worden und auch angemeldet bei den Beatles, was natürlich nicht so stimmte. Ich war ja nicht geschickt und auch nicht angemeldet. Und wie komme ich nun da rein? Sagt er, Sir, ich zeige Ihnen den Weg. Und er führte mich da rein und der Zufall wollte es, dass in dem Moment Paul McCartney mir über den Weg lief und so, wie er damals war, auch gleich bereit war, ein paar Sachen mit mir zu besprechen. Und lustig auch wieder, sehr lustig, sehr amüsant. Und dass ich gar nichts Offizielles hatte und gar nicht rein durfte oder sollte, wusste er nicht, interessierte den nicht und wir haben unser Gespräch geführt. Und im Hintergrund schrien die Teenager. Und jetzt kommt Paul McCartney persönlich. Paul, kritische Leute sagen, was Sie machten, sei keine Musik, sondern Lärm. Stimmt das? Ist nicht wahr. Ist Musik, bisschen Musik. Ja. Nicht so wie Beethoven, aber ist Musik. Ja. Glauben Sie, dass dieser Beatles-Boom eine lange Zeit anhält? Vielleicht. I don't know. I hope so. Und die Fans schreien nicht nur, nein, sie singen auch. Eine Hymne an die Beatles sozusagen. Im Original ist der Titel We Love You Beatles von einer Mädchenband namens The Carefrees. Ein Chart-Hit, wenn auch der einzige für das Trio. 6. Juli 1964, festliche Premiere im Pavilion Kino am Piccadilly Circus, wo heute Abend der erste Beatles-Film gezeigt wird, A Hard Day's Night.
Sehr viele prominente Gäste werden heute Abend hier erscheinen, unter anderem Prinzessin Margaret und sehr viele führende Politiker. Dieser Premiere heute Abend ging eine Pressevorführung voraus im Theater am Leicester Square, die sehr gut besucht war. Und das Ergebnis dieser Pressekonferenz kann man schon heute Abend in den Tageszeitungen lesen, wo einige zum Teil recht gute Kritiken über diesen Film abgegeben werden. Ein besonderes Lob bekommen der Regisseur Walter Shannon, der in dieser 85-Minuten-Show, wie es der Evening Standard wörtlich schreibt, nicht nur 6 Nummern der Beatles abplärren lässt, sondern so manchen Gag parat hat, der diesem Film wirklich eine nun humorige Note gibt. Und sehr gut weg kommt auch der Drehbuchautor Alan Owens, der es sehr, sehr schwer hatte, weil man ihm sehr viele Auflagen machte. Die Beatles-Begeisterung in London ist schließlich so groß, dass sich das Aufnahmeteam kaum auf die Straße wagen konnte und die meisten der Filmaufnahmen im Scala Theater in der Charlotte Street gedreht werden mussten. Und nun, das gab eben doch einige sehr, sehr schwere Nüsse zu knacken für den Drehbuchautor. Es ist an und für sich recht gut gelungen. Es sind wirklich einige Szenen in dem Film, die so humorvoll sind, dass man also auch als Beatles-Gegner zu der einen oder anderen Dialogstelle wirklich vergnüglich seinen Kopf schüttelt. Nun, am Piccadilly ist so einiges los heute Abend und wir werden versuchen, die Stimmung etwas einzufangen, indem wir mit unserem Mikrofon etwas näher an die Tausenden herangehen, die hier stehen und auf die Prominenz warten und natürlich auf die Beatles. Es sind nicht nur Teenager, wenn auch überwiegend, und man weiß nicht, ob man die Prognose wagen soll, ob dieser Abend vielleicht einmal ein historisches Ereignis genannt wird. Eins kann man heute vielleicht sagen, historisch ist es in diesem Moment nicht, aber manches mutet hysterisch an. So, what are you thinking of the Beatles? Well, they're not bad, you know. Sie sind nicht schlecht. You like them personal? Well, they're fair. In other words, fabulous. They're fair. They're great. Yeah. But what about their music? Oh, I think it's fantastic. It's out of this world. Fantastic, Beatles. Do you think you will see the Beatles tonight? Yes. We must see them. Waiting for us. They should arrive about 8 o'clock. Mm-hmm. I should imagine so about 8. Yeah. Mm-hmm. Überall große Begeisterung. Es stehen hier hunderte von Polizisten am Piccadilly Circus, um einigermaßen für die Sicherheit und auch für Ordnung zu sorgen. Habt ihr die Beatles schon einmal gesehen? Have you seen the Beatles? Personally? Yes! Oh, no, they're lovely! Yeah, mm-hmm. Fabulous. Have you got any records by them? Yes, all of them, every single one. And is there any of the Beatles you like more? Oh, George! Oh, no, they're all! Oh, no, he's got lovely soft hair, George. Mm. What do you like more, their music or their hair? Both. Was sie lieber mögen, die Musik oder das Haar, beides sagen sie. Okay, und you think you will see them tonight? Yes! We see their hair first. Noch ist die Polizei Herr der Lage. Der Verkehr rollt noch ziemlich flüssig. Ein Taxi nach dem anderen hält hier ein, Rolls Royce nach dem anderen. Diese Beatles-Premiere heute Abend ist das gesellschaftliche Ereignis Londons. Die Karten sind schon seit Monaten vergriffen. Eigentlich schon als der Film gedreht wurde, gab es keine einzige Karte mehr für diesen Premierenabend. Obwohl sich die meisten Londoner mokieren über die Beatles, über ihre langen Haare, über die Teenager. Aber heute Abend zeigt sich eben doch, welche Macht sie ausüben, diese Beatles, wen und was sie in ihren Bann ziehen. Und gerade heute Abend kann man sehen, wer und was mit ernstem Gesicht und sehr würdig heute durch das Portal des großen London Pavilion Kino schreitet. Nun, lange wird es nicht mehr dauern, bis die Beatles kommen. Sie werden als Letzte erwartet. Und was dann hier los ist, das wage ich nicht zu prophezeien. Und jetzt kommen die Beatles. Jetzt sind sie da.
Hunderte von Blitzlichtern flackern auf und jetzt flackern auf und in diesem Augenblick wird die Mauer durchbrochen, die Teenager sind auf der Straße, der Verkehr stockt. Die Teenager stürmen durch die Massen, schreien, hier scheint ein Chaos loszubrechen. Aber die Polizei ist schnell und diesmal auch sehr, sehr zügig bei der Sache und hat die ersten Teenager zur Seite transportiert. Inzwischen sind schon mehrere Ohnmächtige abtransportiert worden. Es klingt fast wie in einem humoristischen Kriminalfilm, aber es entspricht den Tatsachen. Das war nun zweifellos der Höhepunkt und nun werden wir uns langsam ausblenden vom Piccadilly Circus, denn die Beatles sind jetzt im Pavilion Kino, sind in Sicherheit. Das deutsche Synchronstudio versucht gar nicht erst, die mit Liverpooler Akzent, Slang und Lennonschem Wortspiel durchtränkten Phrasen zu übersetzen. John, Paul, George und Ringo bekommen deutsche Worte in den Mund gelegt, die sie im Original nie gesagt haben. Synchronsprecher Rainer Brandt. Wir kriegten bloß das Ding und die Beatles kannte man, wie man also heute Tokyo Hotel kennt. So, und jetzt sagten die, wir haben den Film, dann machen wir mal. Dann sind wir ins Atelier gegangen, da war noch nicht mal ganz klar, wer wen spricht. Bei mir, da haben sie schon gesagt, ich glaube, du wirst am besten auf den Lennon passen. Und die anderen waren noch nie ganz klar. Und das, was wir gesehen haben, das war irgendwie eine Rohübersetzung. Du kannst sowieso diesen Schwachsinn nicht 1:1 übersetzen, wie man Humor nicht 1:1 übersetzen kann. Und da haben wir dann uns die ganze Szene angesehen. Und dementsprechend, was ihr macht, was die auch gemacht haben im Original. Da hat der Regisseur gesagt, rennt ihr mal da lang und dann müsst ihr mal rübergehen und du kannst da stolpern und so und erzählt, was ihr wollt dabei. Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben uns die Szene angesehen und haben dann versucht, sie irgendwie komisch zu machen. Kein leichtes, aber doch ein höchst amüsantes Unterfangen. Aus den Original-Beatles-Textpassagen können die Berliner Synchronleute kaum etwas übernehmen. Wer die englische Version des Films kennt, weiß warum. Die haben einfach gequatscht. Die hätten auch stumm durchs Bild laufen können, aber Stummfilm ist ja lange vorbei, also mussten sie irgendwas sagen. Und sie haben völlig belangloses Zeug geredet. Also in den ersten Filmen, weil die wussten, sie sind ja keine Schauspieler. Das sind Jungs, die zusammengefunden haben gesagt, wir machen Musik. So, und mit Emma werden die losgelassen hier vor der Zelluloid, also vor der, nur macht mal. Ja, was soll man machen? Das ist euch wurscht, was ihr wollt. Und dementsprechend haben die auch geredet. Die hätten auch zählen können. 1, 2, 3, 0, 0, 5. Irgendwas, dass sich der Mund bewegt. Und so haben wir es auch genommen für uns, als würde man imaginär zählen und dass sich der Mund bewegt. Und wir haben was draufgelegt. Reingeredet oder wenigstens auf die Finger geschaut, hat Rainer Brandt und seinen Kollegen niemand. Na, kein Mensch. Da gab es nicht mal Finger. Da gab es noch gar nichts. Da war keiner, der irgendwas gesagt hat. Da war auch kein Redakteur. So etwas gab es ja nicht. Heutzutage kaum vorstellbar, aber sicher einer der Gründe, warum A Hard Day's Night mit seinem deutschen Titel Yeah, Yeah, Yeah beim Publikum in der Bundesrepublik so gut ankommt. Wir haben uns gesagt, wir wollen das Volk lachen machen. Das geht ja nicht mit dem Schwachsinn, der geboten wird vom Original, also versucht man das etwas besser zu machen. Ich habe mir immer angesehen, was will der Autor, was will der Regisseur des Originals seinem Volk vermitteln. Und das habe ich dann versucht, meinem Volk zu vermitteln. Das geht nicht 1:1, da musst du ein bisschen Fantasie haben, ein bisschen aus der Kiste kramen. Und per Saldo hatten wir weitaus mehr Gags drin, als im Original vorhanden waren. Für George Harrison hält A Hard Day's Night einen entscheidenden privaten Moment bereit. Am Set lernt er das Model Patti Boyd kennen, die eines der Beatles-verrückten Schulmädchen spielt. Später heiraten die beiden.
Wie es John Lennon und Paul McCartney schaffen, in all dem Chaos der Dreharbeiten eine Soundtrack-LP mit 13 erstklassigen Eigenkompositionen auszustatten, zeigt, zu welchen kreativen Kraftakten die Band in der Lage ist. Und angenehme Zeitgenossen, so sagt Journalist Dieter Bröhr, sind sie auch noch. Wenn ich mit den Beatles zusammen war, und das war ich ein paar Mal, dann muss ich sagen, zu der Zeit in London waren sie nett, waren lustig, waren so ein bisschen, wie man heute sagen würde, verrückt, verspielt, nahmen alles nicht so ernst, lachten über alles, waren mit sich untereinander lustig, aber auch eben mit dem Publikum und auch wenn man jetzt als Journalist dahin kam, mit ihnen etwas besprechen wollte. Also ein ernstes Gespräch konnte man mit ihnen gar nicht führen. Das war alles nur lustig und so aus dem Stegreif Nonsens geredet, aber nicht um Leute irgendwie zu beleidigen oder zu kränken oder was, sondern das war einfach ihre Art. Die war ja ganz anders als zu der Zeit, als zu der Hamburger Zeit. Da haben sich wohl ganz schlimm benommen. Die Beatles in der Erfolgszeit 63, 64, das waren völlig andere Menschen. Sympathisch, nett, drollig, unkompliziert, einfach Verrückte im positiven Sinne. Bröhr hat einen ganz klaren Favoriten unter den Vieren. Der sympathischste war der aus meiner Sicht aus intelligenteste und das war Paul McCartney. Der hatte wirklich die Möglichkeit oder hatte das Zeug, also Dinge auch sachlich zu sagen, zu interpretieren, zu erläutern, war auch lustig. Aber wie gesagt, zur Musik hat er auch Substanzielles gesagt, wenn man ihn danach fragte, wenn die anderen nur rumgearbeitet haben. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, gelingt Bröhr mit ein wenig unkonventioneller Überzeugungsarbeit. Eines der wenigen Interviews, in denen sich die Beatles auch auf Deutsch äußern. Die hatten einen Pressechef, die Beatles, der hieß Derek Taylor. Und Derek Taylor, der vermittelte dann irgendetwas. Und in dessen Büro war ich auch. Da hat er gesagt, es tut mir leid, wir können also nichts machen, die Beatles wollen das nicht und die ganze Welt umlagert sie und hier ist so viel los und so viel Remi-Demi, das geht nicht. Und dann sah ich auf seinem Tisch die Telefonnummern der Beatles liegen und dann habe ich mir das schnell aufgeschrieben und als er dachte, es ging gar nicht, habe ich gesagt, da muss ich das mit Hilfe des Melody Makers versuchen, das war die führende Fachzeitschrift in England damals, sage ich, wenn ich denen nun diese Telefonnummern zur Veröffentlichung von den Beatles gebe, dann helfen die mir bestimmt auch weiter. Und das mussten die dann alle gar nicht, denn das hat dann der Derek Taylor selber arrangiert. 3 Tage später waren die Beatles bis auf John Lennon versammelt im Hilton London und da haben wir dann das Gespräch aufgenommen. Well, I think it's very seldom that a whole family is together, but now we are almost. Fast die ganze Familie ist zusammen. And maybe the Beatles introduce themselves and say hello to the fans in Germany. And let's start with Paul McCartney. Hello, this is Paul McCartney. Guten Tag, fans in Germany. That's good. Guten Abend, this is George Harrison, fans the Beatles. Und guten Abend, meine Freundin. Very good. Hello, this is Ringo Starr. I don't speak German, you know very well. But you do a little, I think. A little, yes. Zweier and Bratkartoffel. Something more? No, I don't think there's much more. Please tell me, Paul, what are you? What food do you prefer? Or did you prefer when you were in Germany? Khrushchev auf Toast. Sehr gut food. Wunderbar. Yes. Or, you never know, Rundstück warm. Ja, sehr gut. Mamboschenke. That's the name of the place we used to eat. Or Haralds Bar. Very good. Schaschlik und Cornflakes mit Milch. Sehr gut, für Frühstück. Und ein Tasse Tee, bitte. Yeah. And something else. What did you drink there? Oh, the same as in England. Tea. Yeah. Tea, ein Tasse Tee. Glas Tee. Ein Glas Tee, ja, yeah. Entschuldigen Sie bitte. Pretty Blumen. Whisky. Whisky mit Coca-Cola. Mm-hmm. Und Eis. Now, let's have Ringo Starr something about your experiences in Germany. If possible, you can use some German words, even if you don't, if no, you pronounce them not quite correct. Doesn't matter. I've forgotten most of them anyway. Well, I don't know. We had a good time.
nice place, good club, and that, you know, plenty of nightlife later on. So when we'd finished, we could go and watch someone else work, which was good, and plenty of drink. Fräuleins. Fräuleins, sagte Paul McCartney, vielleicht können wir ihn mal etwas fragen über die Fräuleins in Deutschland. Die sind sehr gut, ja, wunderbar. Very nice looking, very modern, you know, most of the girls are modern. And they used to wear very good clothes, you know, I think they used to spend quite a bit. Gute Kleidung. Viel Geld mit der Kleidung. They used to spend a lot of money on the clothes. Auf Kleidung, something like that. Spend money on the clothes. But they were very nice, you know, very nice people. The girls especially. I like girls anyway, you know. I do. Well, did you spend lots of money for girls? I mean, taking them out and so? What do you think? In Germany? Hmm? I don't think so. Most of the time we were working. Every night we used to work. Hmm. Im Star Club. And on Top Ten on Kaiser Keller. Yeah. How long have you been there in Germany altogether? Altogether I've been about 6 months. I've been there. But was this your real start? I'm not quite sure about it, because of course in Germany everybody's saying, well, they started their career in Germany. Is that true? I mean, you have been popular before, I think. No, well, we did start off in England, in Schottland. Wir haben im Schottland gespielt mit den Johnny Gentle. He was good. He's a good fella. And then we had an offer to play for a fella called Bruno Koschmider in Hamburg. So we went over and we played there for about 4 Monaten. 4 Monaten. And from there, you know, it started really. But we were started in Liverpool before then. We had been playing in Liverpool before then. So it's not really true. But I think the first big money we ever earned, you know, it was big money for us, was in Germany. So that, you know, that was one of the starts, sort of thing. But the real start was in Liverpool. Let's ask something about the family. I mean, if there's a real family, there sometimes is a real quarrel and things like that. I mean, if I'm thinking of my family, it is. So what about you as a family? Do you feel like a family like this? It's good, ganz gut, Familie. No quarrels? No, little ones, aber nur kleine. And what about your film? Let's talk a little bit to your film. I think it's something of your real life, this film, isn't it? It's supposed to be about 2 days and 2 nights of our life, where we leave Liverpool on the train to London, and we go to clubs and all little things that happen. And then we do a television show, and it's all different things that happen. Then in the end, we just run away to another show. A Hard Day's Night, I think. And well, what's this in German? Maybe what would be good to listen to your translation of this film? Well, ich denke vielleicht Schweres Tagsnacht. I think it's quite right. Yes. what about your real days? But I must mention your names again. Pardon? Your name again? George. So that fans know to who is speaking at the moment, see? Well, George, what are you doing really in your private life? I mean, have you still a private life? And if, what are you doing? Yeah, a little private life. When we're not working, well, we can go out in London to places where nobody knows we are. It's only when it says in the paper the Beatles will be here, then there's a lot of people. But we do go out quite a bit when it's when we're not working. And are you going out in your clothes, or do you change something, or no? The same heads, and the same haircut, and the same suit. Ringo, what about you? If you are going out, have you dared to go out by bus, for instance, or by underground? No, not for a long time. It's usually a taxi, or we have cars that take us round. Lots of, you know, I haven't been on a bus for a long time. Mm-hmm. What about you, Paul? No, me too. Always mit der Taxi, yeah, oder U-Bahn.
Mit den U-Bahn? No, not with the U-Bahn, with a wir car. Wir fahren nur mit unseren Autos. Yeah. When we go out, we can go out, but we've got to go out quick. We've got to go fast down the street, so we can't. The Autobahn. Jawohl. What about who is married? I've forgotten about that. John. John. He yeah. isn't here now. I'm sorry to say. What about you? When are you going to be married? Paul, is that? It's Paul. Yes. I don't think I want to get married for quite a long time. I don't. Don't like marriage. It frightens me. It's does it? Have you had any angst? Have you had any bad experience about it? No, I've had no experience. Aber habe angst. Angst. Mm-hmm. Yeah. What about you? The same. It's ich bin zu junger. And what about Ringo? No plans. I want to get married sometime. You know, I'm not a confirmed bachelor or anything, but well, it seems a year or so. this seems to be true, because you don't say this only because of the fans, because you say you want to become married one day. Well, that's yeah, right. Yeah, but we're having a good time, you see, at the moment. Mm-hmm. Believe me. I believe. Well, that's right. We put on a few of your records now on this program. Which record do you think is the best one you have done? Well, I don't know, but have you any records from the film? I haven't heard them yet, but I will. Well, okay, if you can play some records from the film. There's one or two songs in that we like. And perhaps we could play the record you have done in the German language, because I think it's interesting for the fans. Do you remember the German title? Come give me a deiner Hand. Mm-hmm. Very good. Who? Wer liebt dich? Das weiß ich nicht, mein Herr. Thank you. Well, we find out. then any plans? I think you are going to America again. Yes, we go on the 17th of August for about 30 days, mm-hmm. and we play between 22 and 25 major cities. Mm-hmm. Very tired at the end of it, you know. Mm-hmm. Oh, I. Mm-hmm. Are there any plans to come to Germany? We don't know yet. Mm-hmm. Feel liked. Well, I hope you come, and if you come, maybe we have a talk again before to say the fans on the radio or over across the radio you are coming. And, well, thank you for this talk, and you could say bye-bye. Dankeschön und Wiedersehen, meine Damen und Herren. Wir machen eine jugendliche Kontrolle. Wo ist die? Ausweiskontrolle. Alle Jugendlichen unter 18 Jahren müssen dieses Lokal verlassen. 18 Jahre alt. No, ja, müssen dieses Lokal verlassen. Ja. Wir machen eine Ausweiskontrolle. Also, Wiedersehen, Wiederschön und goodbye. Goodbye. Guten Abend, Norddeutscher Rundfunk. Im April 1964 belegen die Singles die Ränge 1, 2, 3, 4 und 5 der US-Charts. In Australien halten die Beatles sogar die ersten 6 Plätze der Verkaufsliste. Die nächste große Tour führt die Beatles dann auch über Europa und Hongkong nach Down Under. Einen Tag vor dem Abflug aber fällt Ringo aufgrund einer Mandelentzündung aus. Es kostet Brian Epstein und George Martin, vor allem bei George Harrison, Stunden an Überzeugungsarbeit ohne Ringo und dafür mit einem Ersatzdrummer zu fliegen. George hatte angedroht, ohne Ringo gehe er nirgendwo hin. Bei dem Ersatzmann, den Martin zu finden hat, muss also von vornherein klar sein, dass er keinesfalls länger als irgend nötig bei den Beatles bleiben wird. Martin wird schnell fündig in Jimmy Nickel, einem Schlagzeuger, der schon einige Vertragskünstler aus Epsteins Stall wie Tommy Quigley begleitet hat und außerdem bei einer EP mit Beatles Coverversionen trommelte. So braucht es nur einer einzigen kurzen Probe von 6 Songs. Wenige Stunden später sitzen die 3 Beatles mit Jimmy Nickel in der Maschine. Die spinnen, die Australier. Es geht auf den Straßen der größeren Städte von Down Under zu wie im Tollhaus. Ein 24-Stunden-Chaos, das sogar mehrere Verletzte fordert. In Adelaide und Melbourne ist es am schlimmsten. Eine unglaubliche Masse von mehr als einer Viertelmillion Menschen findet sich an beiden Plätzen vor dem Hotel ein. Völlig außer Rand und Band. Any minute now, we're just waiting for the Beatles to appear. Here comes somebody, and here they are, here come the Beatles!
Den Beatles werden mit Hail Hail rufen Ehren zuteil, die die Masse hoffentlich Chuck Berry abgelauscht hat. George Harrison mit einer etwas schiefen Reaktion. In Melbourne stößt Ringo wieder zu den Beatles hinzu. Seine Mandelentzündung ist auskuriert. Ersatzmann Jimmy Nickel bekommt 500 Pfund plus Spesen und eine goldene Uhr. Zum Abschied gibt er sich sachlich. Es ist eine tolle Erfahrung, aber Ringo ist besser als ich. Er kommt am Sonntag wieder und ich werde zurück nach London fliegen, eine Band zusammenstellen und ein bisschen ins Fernsehen gehen. Die Band des Drummers wird auf den Namen The Shubdubs hören. Mit ihr veröffentlicht Jimmy Nickel 2 Singles ohne nennenswerten Erfolg. Australien besuchen die Beatles nie wieder. Die nächste US-Visite gerät zur Monster-Tour. 26 Konzerte in 24 Städten an 34 Tagen. Eine Tour, bei der die Fab Four sich entweder auf der Bühne, im Hotelzimmer oder in der Luft befinden. Die Namen der Städte, in denen sie spielen, nehmen sie kaum noch wahr. Ihre Ankunft in San Francisco am 18. August wird umkreischt von 9000 Fans. Dreimal so viel wie ein paar Monate zuvor auf dem JFK Airport. Kein Wunder, dass der Zaun bricht. Die Beatles entkommen nur knapp und agieren von da an nur noch unter Polizeischutz. Abgesehen von einer Rekordsumme, die den Beatles für ein Extrakonzert in Kansas City an einem ihrer eigentlich freien Tage gezahlt wird, beobachtet Tourreporter Larry Kane noch etwas anderes. Im Publikum stehen nicht mehr ausschließlich Teenager. Auch junge Erwachsene entdecken die Liverpooler Gruppe für sich. Produzent George Martin, der während der Tour eigentlich einen offiziellen Live-Mitschnitt anfertigen will, findet aber noch immer, das Massengejohle sei so laut wie die Düse einer 747. Erst 1977, 13 Jahre nach der Konzertreise, gelingt ihm zusammen mit Geoff Emerick mit neuester Technologie ein Beatles-würdiges Masterband. The Beatles at the Hollywood Bowl wird das einzige offizielle Live-Album. Würdet ihr Hollywood Bowl als euren wichtigsten Auftritt bezeichnen, dieses Jahr oder auch sonst? No, Dave, no. Die Beatlemania in den USA nimmt groteske Züge an. Die Bettwäsche, in denen die vier geschlafen haben sollen, wird von einem Hotelbesitzer versteigert. Benutzte Handtücher werden in Stücke geschnitten. Das bringt mehr Profit pro Frottetuch. In New York kann man Dosen mit vermeintlichem Beatles-Atem erstehen. Manchmal werden sogar Menschen mit Behinderungen hinter die Bühne gekarrt, um von den heilenden Händen der Musiker berührt zu werden. In ihrer Freizeit schottet sich die Band von der Öffentlichkeit ab. So gut es eben geht. Das ist das Haus Nummer 356, St. Pier Road in Bel Air, wo die Beatles während ihres Aufenthalts in L.A. wohnen. Die Tore sind zugekettet und verschlossen, um die Privatsphäre des Quartetts aus Großbritannien zu schützen. Auch wenn der Wohnort geheim gehalten werden sollte, irgendwie haben es einige Teenager geschafft, ihn zu finden, und viele von ihnen sind jetzt hier. Obwohl die Polizei die Kids aufgefordert hat zu gehen, haben manche eine sichere Stelle gefunden, von der aus sie vielleicht einen Blick auf ihre geliebten Idole werfen können. Freust du dich, dass du die Beatles gesehen hast? Ja, ich wünschte, sie würden mal rauskommen, dann könnte ich noch ein Foto von ihnen machen. Warum willst du sie unbedingt sehen? Was ist so toll an ihnen? Oh, I don't know. Ich weiß nicht, sie sind so süß und haben gute Stimmen, aber ich weiß auch nicht. Die Heldenverehrung, die Amerikas Jugend den Beatles entgegenbringt, schürt natürlich auch Ressentiments. Ein Behördensprecher aus Cleveland. Donnerstagnacht waren die Beatles hier in der Stadt und haben vor 14.000 Kindern gespielt. Eine große Mehrheit dieser Kinder waren Mädchen. Sie kommen aus besseren Familien, denn die Ärmeren können sich keine Karten leisten. Die Reservierung musste man ja schon im April machen. Einige Eltern waren zwar auch da, aber die meisten waren es nicht. Die Kinder wollten die Beatles sehen. Wir sind nicht Brüder. Wir wissen, dass jede Teenagergruppe ihre eigene Musik haben will, ihren eigenen Tanz, ihre eigenen Helden. Und wir erinnern uns an die Helden, die gut für uns waren.
Aber die Frage ist doch die, wie können die nur 14.000 Kinder in ein einziges Stadion sperren? Die wissen doch, dass die hysterisch werden. Die ganze Show ist darauf ausgelegt, Hysterie zu erzeugen. Und dann haben sich diese ganzen Mädchen benommen wie betäubt. Sie wurden ohnmächtig, hatten glasige Augen. Einige haben sich die Haare ausgerissen oder ihre Kleidung zerfetzt. Einige haben sehr unzüchtige Sachen gesagt. Manche haben die Bühne geküsst oder die Stühle, auf denen die Beatles saßen. Ein Vater hat ein epileptisches Kind zum Konzert mitgebracht, das dann einen Anfall hatte. Und einige Eltern haben ihre Kinder weggebracht, bevor die Show vorbei war, weil es, wie einige berichtet haben, so unfassbar war. And some of the parents took their children home before the show was over, because it was, as some people say, unbelievable. Die der US-Tour folgende Großbritannien-Tournee ist für Lennon, McCartney, Harrison und Starr reine Routine, soweit das innerhalb der Beatlemania überhaupt möglich ist. Aber im Gegensatz zu Australien und Amerika sehen die britischen Fans beinahe wie Musterschüler aus. Aber eben nur beinahe. Beatles zu verkaufen, nennen die vier ihr aktuelles Album. Obwohl aufgenommen zwischen Tür und Angel, ist Beatles for Sale, wie alles von der Band in diesen Tagen, eine fantastische Platte geworden. Und natürlich Nummer 1 ist sie auch. Bei Help ist alles anders. Help ist Johns Hilferuf. Hilfe wobei, von wem? Lennon hat keine Ahnung. Ist es das ewige Verstecken oder das zoohafte Posieren für die Öffentlichkeit? Drogen? Seine kaputte Ehe? Help ist kein fröhlicher Song. Hilfe, ich brauche jemanden. Nicht einfach irgendjemanden. Hilfe! Als ich jünger war, so viel jünger als heute, brauchte ich niemals, in keinster Weise irgendjemandes Hilfe. Doch jetzt sind diese Tage vorbei und ich bin mir meiner selbst nicht mehr so sicher. Jetzt stelle ich fest, dass ich es mir anders überlegt und die Türen geöffnet habe. Hilf mir, wenn du kannst. Ich fühle mich elend und ich bin froh, dass du da bist. Hilf mir, meine Füße wieder auf den Boden zu bekommen. Würdest du mir bitte, bitte helfen? Mein Leben hat sich in so vieler Hinsicht geändert. Meine Unabhängigkeit scheint im Nebel zu verschwinden. Ab und zu fühle ich mich so unsicher. Ich weiß, dass ich dich brauche, wie nie zuvor. Es ist einer der schwärzesten Titel, die Lennon je zu Papier bringt. Aber der dazugehörige Film, in der deutschen Fassung Hihi Hilfe, wird das komplette Gegenteil. Ein fiktiver Farbfilm über Ringos Ringe als James-Bond-Parodie. Es ist ein Verfolgungsfilm. Kaputte Typen sind hinter mir her und meine Kumpels retten mich. Auf Wunsch der Beatles werden außergewöhnliche Drehorte, wie die Bahamas oder das österreichische Obertauern, in das Skript geschrieben, weil die vier anders keinen Urlaub dazwischen schieben können. Um den Erfolg auch in Übersee zu garantieren, muss nur eine einzige Stelle geändert werden. Man bekommt fast denselben Film, aber wir sollten für Amerika das Wort Toilet herausnehmen. Stattdessen mussten wir Bathroom sagen. Der Soundtrack zu Help, veröffentlicht als fünftes reguläres Beatles-Album, bietet mehr als den ohnehin schon gewohnten Höchststandard. Er enthält mit Yesterday auch ein Stück Kulturerbe. Eines Nachts 1964, möglicherweise während der Frankreich-Tour, vielleicht aber auch in London in der Wohnung seiner damaligen Freundin Jane Asher, träumt Paul McCartney eine Jahrhundertmelodie. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. I will do for you my very best, oh I believe in scrambled eggs.
Rührei. Oh Baby, wie ich deine Beine liebe, singt McCartney vor sich hin, um den anderen drei Bandmitgliedern seine neueste Kreation schmackhaft zu machen. Seine neueste Kreation? Paul hat die Befürchtung, diese kleine, einfache, aber geniale Struktur könnte nicht auf seinem Mist gewachsen sein. Vielleicht, so denkt McCartney zunächst, hat er sie unbewusst irgendwo aufgeschnappt und weiß nur nicht mehr wo. Doch seine Bandkollegen, der Produzent, die Techniker und ein Haufen Bekannter versichern ihm das Gegenteil. Scrambled Eggs heißt das Lied nach wie vor. John Lennon gefällt das, er macht Witze darüber, aber auch ihm ist klar, dass ein passenderer Titel gefunden werden muss. Was Paul McCartney dann schließlich 1965 anbringt, nach Monaten der Suche, ist Yesterday. Nicht etwa, weil er den Fluss der Zeit und die Vergänglichkeit des Seins oder gar des Bewusstseins im Kopf hat, nein. Ihm gefällt das Wort Yesterday, weil man darauf so schön reimen kann. Genauso wie auf Suddenly in Strophe 2. Erst am 27. Mai 1965, während eines Abstechers in die portugiesische Algarve, nimmt Yesterday endlich Form an. Der leidige Text steht soweit, es fehlt nur noch das passende Arrangement. Gut zwei Wochen später, am 14. Juni, nimmt Paul in London mit der Akustikgitarre zwei Takes auf und das Grundgerüst ist da. George Martin erkennt, welche Kraft Yesterday ausstrahlen kann, wenn man auf Bass, Schlagzeug und elektrische Gitarre verzichtet. Als wir Yesterday aufgenommen haben, hat Paul mir zuerst das Lied vorgespielt und gefragt, ja, was machen wir damit? Wie sollen die anderen dazu spielen? Meine erste Reaktion war, es ist ein tolles Lied, aber man kann es nicht in der üblichen Beatles-Art aufnehmen. Ich konnte mir zum Beispiel Ringos Schlagzeug nicht vorstellen und sagte, warum machen wir nicht eine richtige Ballade daraus? Und ich schlug Streicher vor. Paul meinte dann, wenn, dann lass uns kein Orchester, sondern etwas Besonderes nehmen. Und so kamen wir dann zu dem Streichquartett. Ich nahm Pauls Version mit Gitarre auf und habe dann den Streichersatz geschrieben und eingefügt. So untermalt Martin schließlich die zeitlose Schwermütigkeit von Yesterday mit einer Nuance jener Melancholie, für die sich eigentlich John Lennon zuständig fühlt. Die anderen Beatles haben mit Pauls quasi Solo-Nummer aber kein Problem. Eine Single-Veröffentlichung kommt in England jedoch nicht in Frage, da die Beatles zu dieser Zeit in ihrer Heimat keine Album-Tracks auskoppeln. Und so erscheint Yesterday unter anderem in den USA als Single-B-Seite von Ringos Country-Exkurs Act Naturally. Der Erfolg kommt schnell und wie erwartet mit Bravour, denn in den Vereinigten Staaten werden A- und B-Seite einer Single getrennt in den Charts notiert. Einen ganzen Monat lang blockiert Yesterday Platz 1 der amerikanischen Hitparade. Pauls Meisterstück wird im Laufe der Jahre weltweit ungeschlagene 3000 Mal von anderen Künstlern nachgespielt. Es ist schwer feststellbar, wann genau das langsame Ende der Beatlemania beginnt. Möglicherweise ist die Verleihung des königlichen MBE-Ordens, der sogenannten Membership of the Most Excellent Order of the British Empire, an die vier Bandmitglieder der gesellschaftliche, wenn auch gerade von John mit Argwohn betrachtete Höhepunkt des Hypes. Doch nicht nur Lennon hat seine Probleme mit der Auszeichnung. Viele Träger des Ordens mokieren sich. Ob der Vergabe an schnöde Musikschaffende aus der Arbeiterklasse, immerhin haben sie ihren MBE für ihre Kriegsverdienste erhalten. Ein Umstand, dem John auf gewohnt scharfzüngige Art und Weise begegnet. Wir haben einen zivilen Orden erhalten und die anderen haben ihn fürs Töten von Menschen bekommen. Wir haben unseren Orden verdient, weil wir niemanden umgebracht haben. Doch der Argwohn bleibt nicht nur auf Großbritannien beschränkt. Es ist ein Generationen- und Wertekonflikt, den die Beatles wieder einmal heraufbeschwören. Sogar Kabarettisten wie Werner Fink heben den Zeigefinger auf die Frage, was sie denn über den Beat und die Beatles denken. Ja, nun, ich muss sagen, dass ich nicht vorläufig noch nicht verfallen bin, weder den Beat noch den Beatles, obwohl sie sich anbieten. Aber es ist für mich eine Sache, die ein bisschen an Haaren herbeigezogen ist.
wenn Sie sich das so betrachten. Und die spielen aber eine Musik, die sich gewaschen hat, im Gegensatz zu Ihnen selber. Jedenfalls, was die Rolling Stones oder so anbetrifft. Ich glaube, die werden extra schmierig gemacht, damit sie besser wirken, wenn man das von ihnen erwartet. Und dann ist ja die neueste Sache, dass sie eben durch ihre vielen Devisen im englischen Königshaus eingebrochen sind und dort einen Orden bekommen haben. Sie waren bisher so unordentlich und jetzt haben sie plötzlich den Orden. Und ich muss sagen, das ist ein eigenartiger Orden, aber er spricht für die Zeit, nicht? Und ist genauso eine Zeiterscheinung wie die Beatles. Manche haben ja den Orden wieder zurückgeschickt, aber das war wahrscheinlich nur deshalb, weil sie also sich zu stolz, zu sehr noch in einer anderen Zeit fühlen. Die Zeit der Beatles ist zwar noch lange nicht vorbei, aber selbst George Martin weiß, dass der Boom nicht ewig anhalten wird. Es wird zwar nicht so bald vorbei sein, aber langsam zurückgehen auf ein vernünftigeres Maß. Es wird nicht mehr so fantastisch sein, aber ziemlich gut für bestimmt 5, wenn nicht 10 Jahre, je nachdem, wie sie sich entwickeln. Die kurze Sommertour 1965. Durch Frankreich, Italien und Spanien ist zwar alles andere als ein Misserfolg, aber nicht immer sind die Konzerte ausverkauft. Was daran gelegen haben mag, dass erstmalig überwiegend große Stadien oder Stierkampfarenen als Auftrittsort gewählt wurden. Ein Grund zur Sorge im Beatles-Lager dürfte das deshalb nicht gewesen sein. Denn einmal mehr sorgen die Amerikaner für Rekorde. Es ist das größte Live-Publikum, das die Welt bis dato gesehen hat. 55.600 Fans drängeln sich im New Yorker Shea Stadium. Die Beatles erleben das Maximum dessen, was eine vierköpfige Rock'n'Roll-Band auf die Beine zu stellen vermag. Der Gig wird für das Fernsehen aufgezeichnet. John, Paul, George und Ringo legen sich richtig ins Zeug. Zufrieden wippt Brian Epstein neben der Bühne im Takt mit. Soweit er diesen denn erahnen kann. Ringo moniert, dass die Band bei diesen Riesenkonzerten auch einfach mitten im Song aufhören könnte. Die Masse würde es sowieso nicht merken. Angesichts der Lautstärkenverhältnisse zwischen Band und Publikum ist das gar nicht so übertrieben. Im Shea Stadium kommt der Sound zwar zusätzlich zu den kleinen Bühnenverstärkern über die Stadionanlage, die sonst zum Verkünden der Spielstände genutzt wird, aber auch das nützt nicht so viel. Für die TV-Ausstrahlung müssen ein paar Stellen nachvertont werden. Dem Schlagzeuger fällt die Antwort auf die Frage nach seinem Lieblingsauftrittsort außerhalb der Heimat dennoch nicht schwer. Amerika. Ich mag Amerika. Es ist so anders als England. Ich meine, die anderen Länder sind das auch, aber hier kann ich mich wenigstens mit den Leuten unterhalten. Bei ihren Pressekonferenzen in den USA geben sich die Beatles gelöst und gut gelaunt. Das wird nicht immer so bleiben. Aber noch sind die Fragen eher harmlos. Seid ihr eigentlich schon Millionäre? Nein, ziemlich lausig ist das. Und euer Manager? Nicht mal der. Wohin geht denn das ganze Geld? Das geht an Ihre Majestät. Sie ist die Millionärin. Paul, du wirst immer das Baby oder Babyface genannt. Aber er hat doch Zähne. Und ich bin sogar jünger. Aber du wirst Babyface genannt. Na, besten Dank dafür. John, hattest du bei dem Buch in seiner eigenen Schreibe fremde Hilfe? Nein, wer würde einem denn bei sowas helfen? Was denn amerikanische Jugendliche beachten müssten, wenn sie Fanpost schicken, will ein weiterer Journalist wissen. Naja, sie machen US-Briefmarken auf die Rückumschläge. Das geht natürlich nicht, es müssen englische sein. Wir beantworten ziemlich viel Post, gerade wenn wir frei haben. Dann warten wir morgens um 9 schon auf den Postboten, damit wir was zu tun haben. You're standing there at 9 o'clock waiting for the postman, something to do.
Paul, mehrere Fotografen haben festgehalten, dass ihr beim Schwimmen Hemden tragt. Macht ihr das immer so? Nein, keine Hemden. Normalerweise haben wir Mäntel an. Im letzten Jahr hat ein Doktor in San Francisco gesagt, dass ihr Instrumente der kommunistischen Propaganda seid. Und dass ihr schlecht seid für Amerikas Jugend. What did you say to that? Watch out next year. Wartet mal nächstes Jahr ab. Was für ein Doktor war das? We're all capitalists. Wir sind Kapitalisten, keine Sorge. Capitalist, get it? Geht ihr in die Kirche? Nein, in letzter Zeit nicht. Was haltet ihr von Groupies, die Bands nachsteigen? Finde ich ganz furchtbar. Andere Reporter wollen wissen, wie denn die Lieblingsband der Beatles aus den USA heißt. The Birds. Die Birds, und die mögen Love and Spoonful. They admire the Love and Spoonful. Doch es gibt auch Dinge, die den Beatles an den Vereinigten Staaten nicht gefallen. Danach gefragt, fällt den Vieren sofort die Berichterstattung über sie ein. Die Teenie- und Filmmagazine werden von Leuten gemacht, die ihr Büro nie verlassen. Die schreiben nur Blödsinn. Wir können dagegen nichts machen, die sind eben eigenartig. Sogar Zeitschriften wie 16 schreiben Quatsch, obwohl der nicht so schlimm ist wie bei den Filmmagazinen. Naja, es gibt eben gute Magazine und miese, wie überall nur. Hier gibt's ein paar mehr von den miesen. Wir sagen den Leuten ja, dass das Zeug nicht stimmt. Die Kids sollen die Hefte wegen der Fotos kaufen und den Rest ignorieren. Ist ja einfach so, als wären sie pure Fiktion. Immer diese Fragen. Ist Paul verheiratet und hat er wirklich 12 Frauen? Aber es ist schön zu lesen. Ich hätte 12 Frauen. Fehlt zum Abschluss noch die Frage, was denn den Beatles am meisten gefallen hat in den USA. Paul zögert nicht lange. Das Rumhängen und der Besuch bei Elvis. Am ersten Tag ihrer 65er Tour durch Großbritannien, der, wie noch niemand weiß, letzten in der Heimat, erscheint mit Rubber Soul ein wegweisendes Album, nicht nur für die Beatles. Das Studio ist für das Quartett zum kreativen Rückzugsort geworden. Zusammen mit George Martin werden hier alternative Songstrukturen, harmonische Basslinien, x-facher Satzgesang und genre-untypische Instrumente ausprobiert. George spielt bei Norwegian Wood erstmals auf einer Beatles-Platte die Sitar. Ich hatte mal ein Mädchen, oder sollte ich sagen, sie hatte mich. Sie zeigte mir ihr Zimmer und sagte, ist das nicht tolles norwegisches Holz? Sie fragte mich, ob ich bleiben wolle und sagte, ich solle mich irgendwo hinsetzen. Also habe ich mich umgesehen und bemerkt, dass es gar keinen Stuhl gab. Also habe ich mich auf einen Teppich gesetzt und meine Zeit damit totgeschlagen, ihren Wein zu trinken. Bis nachts um 2 haben wir geredet, dann meinte sie, es sei Schlafenszeit. Sie sagte, sie müsse morgen früh arbeiten und fing an zu lachen. Als ich aufwachte, war ich allein. Dieser Vogel war weggeflogen. Also habe ich ein Feuer gelegt. Ist das nicht tolles norwegisches Holz? Mit Beatmusik, das meint auch der Produzent, hat die LP eigentlich nicht mehr viel zu tun. Also ich denke, es wird immer Beatmusik geben, das zeichnet sich ja ab, aber es hat sich einiges verändert, seit die Beatles angefangen haben. Die Band selbst ist viel ausgereifter und jede Platte ist anders als die davor. Die Songs sind viel komplizierter und sie benutzen mehr Instrumente. Sie holen sogar andere Musiker dazu, aber das ist ihr Weg. Und den erklären die vier immer gern, wenn sie danach gefragt werden. Wir versuchen, jede Platte anders zu machen, seit unserer ersten.
Gar nicht so sehr musikalisch, man ändert sich einfach so. Wenn du die frühen Platten und unsere letzte vergleichst, da ist ein Riesenunterschied. Wir machen das hier nicht bewusst. Aber auch die Aufnahmetechnik hat sich verbessert. Das ändert den Sound grundlegend. Es gibt Orte, an die werde ich mich mein Leben lang erinnern. Auch wenn sich manche verändert haben. Einige für immer, nicht zum Besseren. Einige sind verschwunden, einige sind noch da. All diese Orte haben ihre Momente mit Geliebten und Freunden, die ich für mich abrufen kann. Einige sind tot, einige leben. In meinem Leben habe ich sie alle geliebt. Aber unter all diesen Freunden und Geliebten findet sich niemand, der mit dir zu vergleichen wäre. Und diese Erinnerungen verlieren ihren Sinn, wenn ich an Liebe als etwas Neues denke. Auch wenn ich weiß, dass ich nie die Zuneigung verliere für Menschen und Dinge aus der Vergangenheit. Und ich weiß, dass ich oft innehalten und an sie denken werde. In meinem Leben liebe ich dich mehr. Knapp 4 Jahre nach ihrer Hamburger Zeit kehren die Beatles 1966 nach Deutschland zurück. Ich darf Ihnen jetzt das Größte in der Geschichte des Showbusiness ansagen. Aus England, die Beatles! Es ist die inzwischen gewohnte Geräuschkulisse, die den Beatles entgegenschallt, sobald sie sich irgendwo blicken lassen. In der Bundesrepublik aber war das nicht immer so. Deutschland verschläft die Beatlemania zunächst. Während das Album Please Please Me in Großbritannien 1963 16 Wochen auf Platz 1 steht, seit Oktober desselben Jahres Menschenaufläufe und Massenhysterien an der Tagesordnung sind, hält sich die Berichterstattung in Deutschlands führender Jugend- und Musikzeitschrift, der Bravo, in bemerkenswert unbekümmerten Grenzen. Die Bravo Musikbox. Die blattinterne Hitliste wird angeführt von deutschsprachigem Mittelmaß. Etwa Freddie Quinns Junge komm bald wieder oder Manuela, die behauptet, schuld sei nur der Bossa Nova gewesen. Die Fab Four sind für die Bravo zunächst alles andere als Fab. Im Dezember 1963 meint man in der Redaktion noch, aus den Beatles würde nie etwas werden. So steht in Ausgabe 49: Die Beatles sind ein Quartett, das auf 3 elektrischen Gitarren und einem Schlagzeug stampfende Twist-Rhythmen produziert und dazu Texte singt, die praktisch immer wieder aus denselben simplen 100 Worten bestehen. Sie sind mit ihren Thomas-Fritsch-Frisuren, überhohen Hemdkragen und glänzenden Seidensackos etwas mehr als zufällige Nutznießer einer verrückten Mode. Die Bravo erkennt ihren Fehler gerade noch rechtzeitig. 1964, Ausgabe 22. Die Beatles zieren zum ersten Mal das Cover der Jugendzeitschrift. Eine Woche später gibt es einen Ausschneidebogen für eine Beatles-Perücke. Von da an fehlt die Band in keiner Ausgabe. Von November 1965 an bis August 1966, ganze 9 Monate, veröffentlicht die Bravo Woche für Woche einen Teil des größten Starschnitts ihrer Geschichte. Aber die Beatles bleiben Deutschland fern. Warum? Immerhin gibt es 2 Songs in deutscher Sprache. Platz für wilde Spekulationen.
Bild berichtet süffisant von angeblichen Vaterschaftsklagen. Auch Strafverfolgung soll im Spiel sein, weil die Band während ihrer Hamburger Zeit von der Kanzel der St. Josefskirche gepinkelt haben soll. Schlussendlich dürften die Gründe für die Abwesenheit der Beatles aber auch monetärer Natur sein. Märkte wie die USA etwa sind einfach lukrativer. Im Januar 1966 vermeldet die Jugendzeitschrift OK, die inzwischen zum direkten Konkurrenten für die Bravo geworden war, der Konzertveranstalter Karl Buchmann verhandle gerade über eine Beatles-Tournee durch 7 deutsche Städte. Ein Paukenschlag für den Marktführer Bravo. Im Gespräch als Auftrittsorte sind Berlin, Hamburg, Essen, München, Münster, Dortmund und Köln. Berlin ist schnell aus dem Rennen, dort findet sich keine geeignete Plattform, da die Waldbühne mit ihren 21.000 Plätzen noch mit 7,5 Kilometern zertrümmerter Bankreihen zu kämpfen hat. Ein Überbleibsel vom Konzert der Rolling Stones. Aber die Bravo gibt den Kampf gegen OK und um die Beatles nicht auf und entschließt sich zu einem Geniestreich. Sie sponsert die Tour. 1966 zeigt das Magazin die 4 Musiker insgesamt 14 Mal auf der Titelseite. Und es verwundert wenig, dass der Goldene Otto, die blattinterne Star-Trophäe, diesmal an die Beatles geht. Die wiederum bedanken sich brav. In Ausgabe 13 liegt der Bravo eine Schallfolie bei, auf der George Harrison zu Wort kommt. Hallo liebe Bravo-Freunde, George Harrison. Wir Beatles haben uns alle sehr gefreut, dass ihr uns zur beliebtesten Beatgruppe gewählt habt. Wir sind sehr stolz auf unseren Bravo Otto und dass wir in Deutschland so viele Freunde haben. Besonders, weil wir haben so viele schöne Erinnerungen an good old Germany. John Paul und Ringo haben mich gebeten, euch in ihren Namen zu sagen. Thank you very, very much. Von ganzem Herzen Dankeschön und alles Gute allen unseren Fans und besonders allen Bravo-Lesern. Euer George Harrison. Von da an gibt es für die Bravo nur noch ein Thema. Die Zeitschrift erreicht, dass kein deutscher Beatles-Fan an der Bravo vorbeikommt. Und um das noch mehr nach außen zu kehren, erfindet die Redaktion einen Namen für die Konzertreise. Die Bravo Beatles Blitztournee. Nicht gerade ein glücklicher Name. Immerhin assoziiert man in Großbritannien damit den Germanismus Blitzkrieg. John Lennon mag das auf bizarre Art lustig finden, aber letztlich fühlen sich weder die Beatles noch ihr Management gestört davon. Bei ihnen in der Buchhaltung lautet der Titel schlicht und ergreifend 1966 Summer Tour Germany and Japan. Kein Wort von Bravo oder Blitz. Dennoch legt die Bravo den Beatles reichlich martialische Sätze in den Mund. 3 Tage regieren wir Germany, sollen sie angeblich gesagt haben. John Lennon wird sogar der Begriff Beat-Regiment untergejubelt. In Wahrheit sind John, George, Paul und Ringo inzwischen konzertmüde. Obwohl sie jetzt über Verstärker mit seinerzeit unglaublichen 150 Watt verfügen, besonders hochwertig sind ihre Darbietungen nicht. Zum einen liegt das am permanenten Jubel- und Kreischgewitter, das zwar schmeichelhaft, aber auch furchtbar nervtötend ist, und zum anderen die eigene Musik auf der Bühne hören, Fehlanzeige. Erschwerend kommt hinzu, dass die Beatles jetzt ihre neuesten Kompositionen, die sie für und rund um Rubber Soul und das noch nicht erschienene Album Revolver schreiben, nur noch mit argen Schwierigkeiten oder überhaupt nicht mehr live performen können. Als neuestes Stück im Tourprogramm wird die aktuelle Single Paperback Writer performt. Nicht nur bei diesem Song, auch bei Nowhere Man und If I Needed Someone, dem einzigen Song, den George als Leadsänger bestreitet, ist es schwierig, die komplexen Harmonien noch perfekt auf die Bühne zu bringen. Lennons Day Tripper macht da weniger Schwierigkeiten.
Den Rest des Programms müssen ältere Songs füllen. Rock'n'Roll Music, She's a Woman, Babies in Black, I Feel Fine, I'm Down und Ringos Gesangseinlage I Wanna Be Your Man. Yesterday wird als Band performt. Alles in allem 11 Songs. Jeweils am Nachmittag und abends spielen die Beatles schließlich etwa 30 Minuten lang in drei deutschen Städten. Mit Sonderzügen, von Bravo gesponsert, werden Fans von außerhalb zu den Auftrittsorten transportiert. Nach München fahren Züge, die vom Veranstalter Hummelreisen mit kuriosen Namen bedacht werden. Der rasende John, der fliegende Paul, der schnelle George und der rollende Ringo. In Richtung Essen kommen noch der Liverpool Express, der Beat Train, der Bravo Blitz und last but not least die schnelle Michelle dazu. Station Nummer 3, Hamburg, wird ebenfalls von vielen Eisenbahnen angesteuert. Insgesamt gibt es sage und schreibe 18 Sonderfahrten. Aus West-Berlin zusätzlich Flugverbindungen nach Hamburg. Die deutschen Medien begleiten die Beatles mit offenem Argwohn. Manchmal wie der ARD-Monitor, sogar mit blankem Hass. Selbst auf die Gefahr des totalen Sympathieverlustes hin, zu den Beatles fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Aber einem Münchner Rechtsanwalt ist vortage in einer Verhandlung etwas eingefallen, das habe ich mir notiert. Es ging um die Versteuerung, die Vergnügungssteuer. Und er argumentierte, nach einer Definition von Stravinsky, Musik sei eigentlich nur eine zeitliche Ordnung von Tönen. Und zog daraus den Schluss, dass die Beatmusik nichts anderes sei als ein rein physikalischer Vorgang. Ich gestehe Ihnen ganz offen, meine Damen und Herren, es fällt schwer, nicht jetzt länger darüber nachzudenken und nicht des Längeren danach zu fragen, was nun eigentlich der Grund in der Gesellschaft der 50er und 60er Jahre ist, dass die Flucht vor der Realität mit zerstörerischen Mitteln in einem Maß getrieben wird, das früher unbekannt war. Um die Musik geht es in der Berichterstattung so gut wie nie. Stattdessen freuen sich die Redaktionen auf sensationelle Tumulte. Die Wochenschau klingt daher, trotz extremer Wortwahl, beinahe enttäuscht, dass es bei der Ankunft der Beatles auf dem Münchner Flughafen so ruhig bleibt. Erst als die englischen Krakeelbazillen in die Innenstadt eingeschleppt worden waren, hielten sie, was man befürchtet hatte. Kurzes, aber heftiges Beatle-Fieber brach aus. Das Schreihalsphänomen, so nennt es die Wochenschau, wird nur zu gern beleuchtet. Ein Polizeipsychologe kommt zu Wort. Ich glaube, wir müssen da drei Gruppen von Jugendlichen unterscheiden. Zunächst einmal die, die hingehen und nur kreischen und pfeifen, das dürfen weitgehend die Mädchen sein und einfach schlicht begeisterte Beatle-Fans. Dann solche, die die ganze Zeit vor sich hin twisten und ihrer großen Begeisterung durch Körperbewegungen Ausdruck geben. Und schließlich eine letzte und sehr kleine Gruppe von solchen, die diese ganze Situation zum Anlass nehmen, aus der Rolle zu fallen, irgendetwas kaputt zu machen, zu zerstören. Im Übrigen nun jedoch, diese Mädchen, die da schreien und johlen und die anderen, die da vor sich hin twisten, das sind mehr oder weniger harmlose Fans, für die diese Beatle-Begeisterung eine Übergangssituation in ihrem Leben ist, aus der sie irgendwann wieder herauskommen. Zwischen 10 und 25 Mark kostet eine Eintrittskarte für ein Konzert, der Bravo Beatles Blitztournee. Eine Menge Geld, aber immerhin kostet eine LP auch um die 18 Mark. Dennoch, so fragt der WDR sich und die Fans, was ist an den Beatles so besonders? An der Beatband, an der Rhythmus vor allen Dingen. Und dann imponiert man auch, dass sie als erste Beatband überhaupt bekannt worden sind. Und das Geld für den Eintritt? Ein saurer Apfel? Nein, ich arbeite hier. Außerdem bin ich ja Koch und dann mein Sonntagsgeld kriegt 10 Mark und dann kann ich mir halt ohne weiteres leisten. Aha, und Ihre Freunde, was denken die darüber? Ja, ist ja nicht meine Freundin. Nein, Ihre Freunde, mit denen Sie... Ach, meine Freunde, ja, die sind immer so ungefähr gleicher Meinung wie ich. Der eine ist mein Arbeitskollege und ist ganz meiner Meinung. Nun ist ja großer Jubel hier, nicht wahr? Sie sind großer Jubel hier bei den Beatles. Sie sind ein bisschen still und stumm. Genießen Sie das so sehr? Ja. Ja, haben Sie alle Platten von den Beatles? Ja, fast. Ja? Und wie geht's bei Ihnen? Ja, wir gehören zusammen. Ah ja. Gehört Ihre große Liebe den Beatles, ja? Ja, nur den Beatles. Manchen ist diese Liebe auch anzusehen. Lange Haare bei männlichen Jugendlichen stoßen auf besonders viel Interesse. Warum lassen Sie sich die Haare wachsen? Ja, mir gefällt es. Nicht aus Protest gegen irgendetwas? Nein. Nur weil es Ihnen Spaß macht? Ja. Wenn Ihr Vater auch so lange Haare trüge, würden Sie sich darüber freuen? Nein. Nein, warum nicht?
Ja, bei den erwachsenen Menschen gefällt mir das nicht. Ja, nur bei Jungen. Ja. Gut, und jetzt wollen Sie die Beatles sehen? Ja. Und hören? Ja. Gut, viel Spaß. Dankeschön. Viel Spaß hat die Presse auch beim Errechnen der Beatles-Gage. Auf der Pressekonferenz fragten wir George Harrison, was verdienen Sie bei einem Auftritt? I don't know, ask our manager. So ist man auf Gerüchte angewiesen, die von 11.000 Mark pro Minute sprechen. 2.250 Mark für jeden Pilzkopf in 60 Sekunden. Eine seltsame Rechnung, denn sie würde bedeuten, dass die Beatles für die Deutschland-Tournee knapp 2 Millionen Mark kassiert haben. Realistisch ist weit weniger als ein Viertel davon. Zieht man Reisekosten, Unterkunft, Versicherungen und die Honorare der Vorbands, Cliff Bennett and the Rebel Rousers, Peter and Gordon und The Rattles ab, bleibt eine erstaunlich bodenständige Restsumme. Die Rede ist von 360.000 D-Mark brutto. Wann immer die Beatles vor die deutsche Presse treten, rechnen müssen die vier mit den seltsamsten Fragen, von denen, wie gehabt, die wenigsten ihre Musik betreffen. Aber John sieht es gelassen. Mach mal, wir reagieren. Auch Paul ist alles andere als nervös. Manchmal ist er sogar so abwesend, dass John ihm Bescheid geben muss. Paul, los geht's. Dann folgen die Fragen. Finden Sie, dass Krach zu Beat-Konzerten unbedingt dazugehört? Yes, just about as much as a football. Ja, wie zu einem Fußballspiel. Angenommen, Sie möchten sich mal ein Beat-Konzert anhören, Sie bekommen aber keine Karte mehr auf dem regulären Markt. Sie müssten also auf dem Black Market eine Karte kaufen. Sagen wir mal, im Wert von 20 Mark. Wie hoch würden Sie Ihre eigene Karte kaufen? Wir kennen den Manager und kommen umsonst rein. Ein weiterer Journalist will wissen, was die Beatles von der Anti-Baby-Pille halten. It's very good. Eine gute Sache. Ich wünschte, die hätte es vor ein paar Jahren gegeben. Es sollte normal sein, jeder sollte sie nehmen können, sogar der Papst. We want the pill. Und wenn sich die Fragen dann doch einmal mit der Musik der Beatles befassen, dann im negativen Sinne. Etwa, seid ihr es leid, live aufzutreten? Nein, wenn wir müde wären, würden wir aufhören. Früher wollten wir Geld verdienen, klar, wie jeder andere auch, aber heute haben wir Geld. Und das machen wir alles nur, weil es Spaß macht. Das ist der einzige Grund. Allgegenwärtig ist der unterschwellige Widerwille, die Beatles als kulturelle Größe ernst zu nehmen. Ob Lennons aktuelles Buch Ein Spanier macht noch keinen Sommer, denn geklaut sei, will man wissen. Ja, stimmt, warum nicht? Und von wem? James Joyce? Nein, nicht von ihm. Es ist ein altes italienisches Wörterbuch. Ich dachte, das kennt keiner. Langsam wird Lennon ärgerlich. Ob er denn denke, dass sein Buch große Literatur, wie etwa James Joyce sei, wird er gefragt. Das hat nichts mit Joyce zu tun. Ihr lest die falschen Bücher und Magazine. Es ist nur ein Buch. Während John mit albernen oder pumpigen Antworten auf provozierende Fragen reagiert, versucht es Paul mit einer Erklärung. Ihr erwartet immer nette Antworten, aber wenn die Fragen nicht nett sind, antworten wir auch nicht nett. Das bedeutet nicht, dass wir Snobs sind, sondern natürlich. Selbst wenn es manche Journalisten durchaus gut oder wenigstens nicht böse mit der Band meinen, ihre Fragen gehen am Thema Beatles vorbei. Do you like classic? Magst du Klassik? I like some of it. Ja, manches. Und noch einmal. Do you like classics? Yes, some of it. I like some classics. Ja, ich mag ein wenig Klassik. For instance. Zum Beispiel? For instance, I don't know, you know, I've just heard some that I don't dislike. Ich weiß nicht, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Es ist ja nur ein Name. It's called anyway. That's just a name. Und noch einmal ein wenig abgewandelt. Wingo, what do you think about musicals? About what? Musicals. Musicals, I never go and see them. I don't like them that much, you know. Ach, Musicals mag ich nicht, gefallen mir nicht. Aber du kennst doch My Fair Lady. Ja, aber ich mag es trotzdem nicht. Kein Wunder, dass die Beatles Pressekonferenzen und Interviews nicht besonders mögen. Die verschwenden unsere und ihre Zeit. Einer hat gefragt, wie spät es ist. Was soll das?
Trotz dieser kuriosen Begegnungen mit Westdeutschlands Journaille, mit der 66er Tournee erreicht die Beatlemania ihren bundesrepublikanischen Höhepunkt. Zum Abschluss der Tour in Hamburg sind sogar der spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt und seine Frau Loki anwesend. Dass sich John, Paul, George und Ringo am Abend nach dem letzten Konzert der Bravo-Tour noch auf der Reeperbahn herumtreiben, ist nichts als ein Gerücht. Belegt ist ein ruhiger Abend auf Schloss Tremsbüttel mit Astrid Kircher. Zumindest die Zimmernummern sind der Öffentlichkeit bekannt. Die Appartements der vier Multimillionäre liegen im ersten Stock. In Nummer 17 wohnt auf 50 Quadratmetern in antiker Umgebung Paul McCartney. Sein Nachbar George Harrison. One, two, three, four, one, two. Lass mich dir sagen, wie es kommen wird. Eins für dich, 19 für mich, denn ich bin der Steuereintreiber. Sollten dir 5% als zu wenig erscheinen, dann sei dankbar, dass ich dir nicht alles nehme, denn ich bin der Steuereintreiber. Wenn du Auto fährst, besteuere ich die Straße. Wenn du sitzt, besteuere ich den Sitz. Wenn dir kalt ist, besteuere ich die Wärme. Und wenn du läufst, besteuere ich deine Füße. Denn ich bin der Steuereintreiber. Und frag mich nicht, wofür ich das Geld brauche, wenn du nicht noch mehr zahlen willst. Ich habe einen Rat für alle, die sterben. Gebt die Münzen, die man auf eure Augen legt, in der Steuererklärung an. Das Album Revolver, aufgenommen kurz vor der 66er Konzertreise, zeigt, dass die Beatles inzwischen über sich, oder besser über ihr Erscheinungsbild, hinausgewachsen sind. Die vier Musiker sind reif geworden, ihr Publikum dagegen nicht. Das zeigt auch das vom alten Hamburger Kumpel Fuhrmann gezeichnete Cover. Die Presse benutzt als Synonym für Beatles noch immer gern den Begriff Teenage Idols, aber die Beatlemania verträgt sich nicht so recht mit der Schwermut einer Eleanor Rigby, der bitteren Fiskuskritik vom Taxman oder der drogendurchtränkten Sample-Orgie Tomorrow Never Knows, die 30 Jahre später, also Mitte der 90er Jahre, explizit Pate steht für Bands wie die Chemical Brothers, The Prodigy oder Underworld. Schalt dein Bewusstsein ab und entspann dich. Es ist nicht Sterben, es ist nicht Sterben. Leg all deine Gedanken nieder, ergib dich dem Nichts. Es ist Strahlen, es ist Strahlen. Dennoch magst du den Sinn darin sehen. Es ist Sein, es ist Sein. Liebe ist alles und Liebe sind alle. Es ist Wissen, es ist Wissen. Und Ignoranz und Hass betrauern die Toten. Es ist Glauben, es ist Glauben. Höre auf die Farbe deiner Träume. Es ist nicht Leben. Es ist nicht Leben. So spiele das Spiel der Existenz bis zum Ende des Anfangs. Die Beatles interessieren sich immer mehr für ungewöhnliche Arrangements. Sie bauen weiter klassische Elemente ein. George Martin beansprucht deshalb, trotz seiner gewohnt bescheidenen Art, einen klitzekleinen Einfluss auf die Band genommen zu haben.
Ich denke, ich beeinflusse sie in gewisser Weise. Ich versuche, ihre Gedanken in Form zu bringen, meistens über die klassische Sichtweise. Deshalb würde ich gern annehmen, dass Sachen wie Eleanor Rigby oder Yesterday auch etwas von mir haben, ein klein wenig jedenfalls. George Martins typisch britisches Understatement. Jeder, der den Tonmeister hinter dem Beatles-Mischpult kennenlernen darf, sagt, der Mann sei die Bescheidenheit in Person. Ein ganz bescheidener, liebenswürdiger, damals, naja, auch schon älterer Herr, also von Erfolg hat man ihm gar nichts angemerkt. Er hat auf jede Frage sachlich geantwortet, hat alles erklärt, was man wissen wollte. So, als ob man irgendjemanden besucht, sagen wir mal ein Museumswärter, das soll jetzt kein Vergleich sein, aber der einem ja auch alles erzählen würde, so ein Museumswärter, nicht Leiter eines Museums, würde einem ja dann auch, wenn man da als Journalist hinkommt, die Sachen ruhig und sachlich erklären. Und so hat er das auch gemacht. Und sich hat er überhaupt nie rausgestellt. Höchstens seinen Humor. Immerhin zählte vor den Beatles der Komiker Peter Sellers zu den besten Kunden des Produzenten. George Martin selbst nimmt sich gern die Zeit, mit seinem eigenen Orchester Beatles-Tracks neu aufzunehmen. Das Augenzwinkern versteckt er in den Arrangements. Ich denke, Sinn für Humor ist wichtig in der Musik und im wahren Leben. Und manchmal, wenn ich arrangiere, dann erlaube ich mir sogar kleine Scherze. So habe ich das bei Yellow Submarine gemacht. Ich habe zum Beispiel so ein nautisches Flair eingebaut mit Rule Britannia und solchen Sachen. Herrsche Britannia, beherrsche die Wellen. Die inoffizielle Nationalhymne des Vereinigten Königreichs als Schmunzler in Martins Version von Ringos Revolver-Paradestück, komponiert von Paul McCartney. Im Jahr 1966 haben die Beatles erst einmal weitere Live-Verpflichtungen, die sie nach Japan, auf die Philippinen und schließlich noch einmal in die Vereinigten Staaten bringen. Möglicherweise übertreiben es die Japaner ein wenig. Proteste hatte es gegeben, weil die Beatles in der für viele heiligen Nippon Budokan Arena aufspielen sollen. Öffentliche Demonstrationen, denn die Halle ist eigentlich den traditionellen japanischen Kampfkünsten vorbehalten. Ob allerdings wirklich 35.000 Polizisten notwendig sind, um die Sicherheit der vier Liverpooler Plattenstars zu gewährleisten, bezweifeln nicht nur die Beatles. Die Band wird im Tokyota Hilton Hotel regelrecht eingesperrt. Will jemand ein Souvenir kaufen, kommt ein eigens bestellter Händler direkt in die Suite im 18. Stock. Vor die Tür gehen ist verboten. John aber schafft es, eines Morgens um 7, sich zunächst unbemerkt aus dem Gebäude zu schleichen. Wieder eingefangen droht die Polizei: Böser John, wenn du das noch einmal machst, ziehen wir alle Sicherheitskräfte ab und ihr seid ganz auf euch allein gestellt. Doch auch Paul und Mel Evans unternehmen einen, wenn auch gescheiterten, Fluchtversuch. Die japanische Polizei drückt nochmal ein Auge zu, nicht so die philippinische. Einen Termin mit der First Lady, Imelda Marcos, lässt man nicht ungestraft platzen. Die Diktatorengattin lädt für den 4. Juli um 11 Uhr zum Essen mit ihrer ganzen Sippe. Aber die Beatles hatten bereits Nein gesagt zu einem 15 Uhr Termin und da sie die Zeitungen nicht lesen, wissen John, Paul, George und Ringo nichts von der Vormittagseinladung. Sie schlafen noch, als sämtliche philippinische Fernsehkameras auf die vier leeren Plätze an der Präsidententafel, weinende Kinder und eine zu Tode beleidigte Frau Marcos gerichtet sind. Ihr örtlicher Promoter hatte den Termin einfach verschwiegen. Zu einer Entschuldigung kommt es nicht mehr. Die Beatles müssen zusehen, wie sie ohne Security zum Flughafen kommen. Aufgebrachte Filipinos machen sich vor dem Hilton über die Beatles her, schimpfend und tretend. Auf dem Airport werden die Rolltreppen abgestellt, damit die Beatles ihr Zeug schleppen müssen. Vor den Augen von etwa 200 Demonstranten. Als die Band schließlich nach einigem Hin und Her in der Maschine der British Airways sitzt, fühlt es sich an wie ein Stück Heimat. Paul erzählt später, er habe vor Freude die Sitze geküsst. Brian Epstein muss die Gage der Beatles zurückgeben. John Lennon spricht es aus. Die Beatles seien populärer als Jesus Christus, sagte er in einem Interview mit dem Londoner Evening Standard. Ganz nebenbei eigentlich. Niemand nimmt von der Bemerkung so recht Notiz. Das Interview ist Monate alt und eigentlich schon vergessen, bis ein US-Jugendmagazin die Worte aufgreift. Das Christentum wird enden, es wird schrumpfen und verschwinden. Ich habe recht, genauso wird es kommen. Ich weiß nicht, was zuerst gehen wird, der Rock'n'Roll oder das Christentum. In den Vereinigten Staaten bricht die Hölle los. Der
Derselbe Fanatismus, der den Stars aus Liverpool einst an den Flughäfen entgegenschallte, führt jetzt zu Plattenverbrennungen und Beatles Selbstzensur im Radio. Auch bei Sendern, die von der Band noch nie etwas gespielt haben. In Birmingham im US-Bundesstaat Alabama nimmt die Hexenjagd in einem Sender namens WAQY ihren Anfang. Well, hi everybody, this is Tommy Charles on the air here at WAQY Radio. Hallo zusammen, hier ist Tommy Charles auf WAQY Radio in Birmingham, Alabama. Tommy Charles erklärt die harte Reaktion seines Senders nur zu gerne. Wegen ihrer großen Popularität in aller Welt konnten die Beatles lange sagen, was sie wollten, ohne darauf zu achten, ob es gerecht, erwachsen oder klug ist. Niemand hat sie bisher so richtig herausgefordert auf einem Level, auf dem es zählt, wo es sie trifft. Und bei John Lennon kann man nie sagen, ob es ernst meint. Seine Antworten sind so oberflächlich, sein Benehmen ist so bizarr, da weiß man nie, ob er ehrlich ist oder nicht. Stellen Sie sich mal vor, ein Amerikaner wie ich oder eine amerikanische Musikgruppe, die würde so etwas mit der Queen machen. Sagen, sie sei am Ende. Das System, ein König und eine Königin zu haben, sei lächerlich und werde verschwinden. Als wir das Zitat von Lennon veröffentlicht haben, da standen die Telefone 3 Stunden lang nicht still. Die Leute haben gesagt, weg mit den Beatles, verbrennt die Platten oder sonst was. Wir haben natürlich aus eigener Überzeugung gehandelt, aber die Leute hier, besonders die Jüngeren, die stehen hinter uns. Aber die meisten Jugendlichen kaufen sich ihre gerade verbrannten Schallplatten wieder nach. Viele von ihnen sehen die Situation ohnehin viel nüchterner als die Älteren. Ich denke, die Beatles sind eine sehr talentierte Gruppe. Aber ich meine auch, sie sollten aufpassen, was sie sagen, denn sie sind in so einer Position, dass viele Teenager denken, was sie sagen, sei wirklich wichtig. Und wenn sie dann so etwas sagen, einige Teenager glauben alles, was sie sagen. Manche Fans versuchen auch, die angespannte Lage mit der etwas speziellen Religiosität in der Region zu erklären. Naja, einige Leute sind gute Baptisten hier unten. Ich will nichts gegen sie sagen, aber sie nehmen alles, was mit Religion zu tun hat, sehr persönlich. Und vielleicht ist das zu viel, aber es ist das, was sie fühlen. Aber nur wenige verstehen Lennons Aussage so, wie sie gemeint war. Ich glaube nicht, dass sie sich selbst mit Jesus verglichen haben, sondern sie meinten, Teenager machen sich mehr aus Rock'n'Roll als aus dem Christentum. Und ich denke, das stimmt. Ganz und gar anders sieht das Pastor Alan Montgomery von der Canterbury Methodistenkirche. Der Teil seiner Aussage, der mich stört, ist der, in dem er sagt, die Beatles seien populärer als Jesus. Und ich denke, dass ein Statement einfach falsch ist, wenn man sich die Statistiken und Fakten ansieht. Niemand ist populärer als Jesus. Der Beatles-Manager Brian Epstein hat mich angerufen und mir gesagt, ich solle verstehen, dass John Lennon ein sehr religiöser Mensch sei. Und was er über die Kirche gesagt habe, über die Popularität von Jesus, sei nur auf England gemünzt gewesen. Es gebe keine Verbindung nach Amerika. Aber wir kamen dann an einen Punkt, der, denke ich, unschön war. Epstein sagte nämlich, glauben Sie, dass es irgendjemandem in Birmingham zusteht, die Beatles zu kritisieren, weil doch Birmingham in Europa dafür bekannt sei, wie schlecht die Leute hier die Schwarzen behandeln. Aber das war nur eine Abwehrreaktion von ihm. Es war auch völlig unbedeutend. Sehen Sie, ich habe 4 Töchter, die alle Beatles hören und auch jetzt, nachdem das alles passiert ist, hören sie die Musik weiter. Die beiden Jüngsten, die 7 und 8 Jahre alt sind, haben sogar Beatles-Bilder auf ihre Sport-T-Shirts gemalt und die werde ich jetzt auch nicht wegschmeißen. Brian Epstein überlegt tatsächlich, die anstehende US-Tour abzusagen, entscheidet sich aber schließlich, die Boys trotzdem loszuschicken. Das einzig Erfrischende an der Konzertreise durch die Vereinigten Staaten sind wohl die Fragen, die den Beatles gestellt werden. Denn diesmal drehen sie sich wenigstens nicht um Haarschnitte, Heiratstermine oder Speisepläne, sondern um Johns blasphemische Bemerkung, wie die US-Journalisten das Zitat nennen. Lennon entschuldigt sich schließlich, damit die liebe Seele Ruhe hat, aber Ultrakonservative und Rassisten wie der Ku Klux Klan geben keine Ruhe. Sie marschieren vor Konzerthallen, drohen öffentlich mit, wie sie sagen, geeigneten Maßnahmen. Ein anonymer Drohanruf prophezeit ein Attentat in Memphis und als in der Stadt während des Gigs ein Böller hochgeht,
rutschen allen Vieren gleichzeitig die Herzen in die Hosen. Ich kann da nur Georges Worte zitieren. Die Beatles haben uns unsere Nerven gekostet. Auch die Fans, besonders die weiblichen, lassen Nerven. Etwa, wenn die Beatles wie in Memphis nicht die Route nehmen, auf der man sie erwartet. Dann gibt es Tränen. Wobei hat denn die Polizei gelogen? Sie haben gesagt, sie würden hier langkommen. Du hast doch ein Ticket für heute. Welche Show siehst du dir an? Nachmittags oder abends? Am Abend. Also nochmal, wer hat gelogen? Die Polizei. Sie haben gesagt, dass die Beatles hierher kommen. Ist das wirklich ein Grund zum Weinen? Wenn man 2,5 Jahre darauf gewartet hat, schon. Die Band hat vom Live-Zirkus die Nase voll. Endgültig. Mit Little Richard's Long Tall Sally beenden die Beatles am 29. August 1966 gegen 22 Uhr im San Franciscoer Candlestick Park ihr letztes von insgesamt etwa 1400 Konzerten. Wahrscheinlich hätte die Geschichte der Fab Four an dieser Stelle enden können. Die Beatles wären trotzdem als das größte Popphänomen aller Zeiten in die Geschichte eingegangen. Die britische Presse spekuliert im Spätsommer 66, die Gruppe habe sich aufgelöst. Brian Epstein dementiert, so gut er kann, hat selbst aber auch keine Antwort auf die Frage nach der Zukunft der Band. Schwere Depressionen sind die Folge. Seine 4 Jungs jedenfalls machen erst einmal, was sie im Bandgefüge nicht können. John zum Beispiel dreht mit Richard Lester in Niedersachsen und Andalusien den Film »Wie ich den Krieg gewann«. Dieter Bröer hat Lennon in Celle erlebt. John Lennon in Celle war immer schlecht gelaunt und gab auch flotzige Antworten, wenn man was von ihm wollte, und war so etwas introvertiert und unnahbar und auch ab und zu ein bisschen hässlich im Ton. Er hat unter anderem gesagt, er will nichts über die Beatles hier sagen, denn er sei hier als Schauspieler und nicht als Musiker, sondern er sei Schauspieler. Fanden die Leute alle schon sehr komisch. Paul McCartney komponiert derweil den Soundtrack zu einem Film namens The Family Way, Ringo macht Ausflüge aufs Land und George geht nach Indien, um bei Ravi Shankar sein Sitar-Spiel zu verfeinern. Sind die Beatles jetzt, da sie nicht mehr live auftreten, noch eine richtige Band? Möglicherweise nicht. Aber sie seien immer noch die Beatles, versichert George Martin. Es ist nicht wahr, dass sie sich auflösen. Die Leute haben sich immer gefragt, ob einer aussteigen würde, von sich aus. Aber die Beatles haben ein enges Verhältnis untereinander. Sie sind wirklich dicke Freunde. Zusammen sind sie mehr als nur ein Zusammenschluss von 4 Leuten. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch Individuen, die auch gern mal etwas allein machen wollen. Aber sie lieben das Aufnehmen von Platten und das werden sie auch immer tun. Ich weiß nicht genau, ob sie noch zusammen auftreten werden, als Band meine ich. Möglicherweise wird es vereinzelte Auftritte geben, aber Tourneen nicht mehr so wie in der Vergangenheit. Chronist Mark Lewison schreibt den Beatles im Jahr 1967 eine ebenso revolutionäre Rolle zu wie beim Umwälzen der britischen Musikszene 1963. Die Doppelsingle Strawberry Fields Forever, Penny Lane zeigt im Februar 67 nicht weniger als die Zukunft der Popmusik. Das Studio wird vom bloßen Aufnahmeort zur Spielwiese, das Endprodukt, die Schallplatte, wichtiger als der Künstler selbst. Im Grunde sind Strawberry Fields und Penny Lane recht einfache Songs. Entstanden auf Akustikgitarre und Klavier, ist es vor allem die Umsetzung, die Mitte der 60er Jahre für Furore sorgt, nicht die Songs an sich.
Experimentiert hatten die Beatles ja schon ein bisschen, aber Johns Lied über den Garten des Heilsarmeegeländes in Liverpool gerät durch immer neues Versuchen und Verwerfen zum surrealen Klangbild, das nach vielen Versionen von der Performance einer Rockband am Ende nur wenig übrig lässt. Dreh- und Angelpunkt der Aufnahmen ist das Vierspur-Tonbandgerät. Sind vier Instrumente, Stimmen oder Geräusche aufgenommen, müssen sie zusammen auf ein einziges Band überspielt werden, um Platz für die nächsten Elemente zu machen. Die Regel lautet, immer nur vier Spuren zur selben Zeit. Hat man in dieser Lage keinen Meister seines Fachs wie George Martin und sein Team an den Reglern sitzen, entsteht spätestens nach der fünften Überspielung ein undefinierbarer Klangbrei. Man experimentiert auch mit unterschiedlichen Abspielgeschwindigkeiten oder rückwärts gespielten Klängen. Prägend für Strawberry Fields ist vor allem ein Gerät namens Mellotron, ein mit bespielten Tonbändern bestücktes Tasteninstrument, das von der Funktion her einem Synthesizer nahe kommt. Das Mellotron wird fortan und bis in alle Ewigkeit mit Strawberry Fields assoziiert. Wenn man sich heute die Platten verschiedenster Leute anhört, hört man uns immer raus, sogar auf meiner eigenen Platte, Vertical Man nämlich, habe ich ein Mellotron benutzt und alle haben gleich gesagt, oh klar, Beatles, aber es ist doch nur ein Mellotron. Alle denken, das dürften nur die Beatles benutzen, aber das stimmt nicht. Aus Ringos Sicht mag das so sein, aber das Mellotron gerät ebenso zur Klangikone wie die vom Orchestermusiker David Mason gespielte Piccolo-Trompete auf Penny Lane. Überhaupt ist Lied Nummer 2 auf der Single, bewusst nicht als B, sondern als Doppel-A-Seite tituliert, nicht minder trickreich als das verstörende Strawberry Fields. Beide Songs gelten als technische Meisterleistung, vor der Musikproduzenten, egal welchen Genres, auch heute noch ihren Hut ziehen. Penny Lane, zu Deutsch Groschengasse, ist sowohl eine Straße als auch ein Stadtteil in Liverpool. In der Penny Lane gibt es einen Friseur, der Fotografien ausstellt. Von jedem Kopf, dessen Bekanntschaft zu machen, er das Vergnügen hatte. Und all die Leute, die kommen und gehen, halten an und sagen Hallo. An der Ecke steht ein Banker mit einem Kraftfahrzeug. Die kleinen Kinder lachen über ihn hinter seinem Rücken. Und der Banker trägt nie einen Regenmantel im strömenden Regen. Seltsam. Die Penny Lane ist in meinen Ohren und in meinen Augen. Dort unter dem blauen Himmel der Vorstadt sitze ich und zwischenzeitlich. In der Penny Lane befindet sich ein Feuerwehrmann. In seiner Hosentasche hat er ein Porträt der Queen. Er hält seinen Feuerwehrwagen gern sauber. Es ist eine saubere Maschine. Die Penny Lane ist in meinen Ohren und in meinen Augen.
Während die Doppelsingle zum ersten Mal seit dem Debüt Love Me Do nicht die Nummer 1 der Charts erreicht, holen die Beatles zum nächsten musikalischen Schlag aus. Vielleicht sogar ihrem wichtigsten. Wir arbeiten gerade an einer neuen Langspielplatte. Wir brauchen heute eine ganze Menge Zeit, um ein Album zu machen. Als ich das letzte aufgenommen habe, Revolver, da hat das mehr als 2 Monate gedauert, weil es viel komplizierter war als bei den Sachen davor. Für die nächsten Aufnahmen brauchen wir wahrscheinlich 3 Monate. Ein wenig mehr als ein Vierteljahr dauern die Aufnahmesessions dann doch. Aber was im Sommer 67 unter dem Titel Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band auf den Markt kommt, darf ohne Übertreibung als die Mutter aller Langspielplatten bezeichnet werden. Dabei ist es egal, ob man die Beatles mag oder nicht und wenn man sie mag, ob die enthaltenen Stücke zu den Favoriten gehören oder eben nicht. Oder ob die Beach Boys mit ihrem Album Pet Sounds den Grundstein zu Pepper geliefert haben. All das spielt keine Rolle, betrachtet man lediglich die Wirkung der Platte, die auf ihrem doppelseitigen Luxuscover den Namen der Band nur als Blumenarrangement zeigt, dafür aber erstmals sämtliche Songtexte. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band revolutioniert das Medium Schallplatte, weil das Album selbst im Vordergrund steht und nicht die einzelnen Songs oder ihr jeweiliger Interpret. Pepper geht damit noch einen Schritt weiter als die Strawberry Fields Penny Lane Single. Ein Konzeptalbum wird es gern genannt, obwohl bis auf den Titelsong gar kein Konzept vorhanden ist. Kunst ist eben, wenn sie als solche wahrgenommen wird. Stell dir vor, du bist auf einem Boot, auf einem Fluss, mit Mandarinenbäumen und Marmeladenhimmel. Jemand ruft dich, du antwortest recht langsam. Ein Mädchen mit Kaleidoskopaugen. Gelbe und grüne Kunstblumen stehen hoch über deinem Kopf. Suche das Mädchen mit den sonnigen Augen und fortest sie. Lucy, hoch am Himmel, mit Diamanten. Folge ihr hinab zu einer Brücke neben einem Springbrunnen, wo Schaukelpferdmenschen Zuckerschaumkuchen essen. Alle lächeln, während du an den Blumen vorbeischwebst, die so unglaublich hoch wachsen. Lucy, hoch am Himmel, mit Diamanten. Um Lucy in the Sky with Diamonds ranken sich zahlreiche Legenden. Wen oder was John denn nun mit dem edel besteinten Himmelsmädchen meinen könnte. Die Anfangsbuchstaben der Substantive stehen für LSD und so liegt dem Verschwörungstheoretiker nichts näher als eine Verbindung des Stücks zu Lennons Drogenaffinität. In Wahrheit ist Johns Sohnemann Julian Lennon für die Zeilen verantwortlich. Im Kindergarten malt Jules ein Bild von seiner Freundin Lucy, sie frei in der Luft schwebend, mit ein paar Glitzersteinchen dazu. Den Songtitel erfindet der Kleine, als er dem Herrn Papa das Kunstwerk zu erklären sucht. Inzwischen ist diese Version der Geschichte mehr oder weniger belegt. Die Hausfrau Lucy Wodden, als 3-Jährige mit Lennons Jüngstem zusammen in der Kita, kann sich daran erinnern, wie dereinst Julian von seinem berühmten Vater abgeholt wird. Der Knirps hält ein Bildchen in der Hand, auf dem Julian, so erzählt Lucy Wodden heute, sie abgebildet habe. Warum sie das vorher niemandem erzählt habe, will die BBC 2007 wissen. Und Lucy antwortet, nun, ihre Freunde hätten es ja gewusst, nur hätten die ihr immer wieder eingeredet, dass sie sich irre. Denn der Song drehe sich schließlich um LSD.
Als Kernstück von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band gilt nicht das Titelstück oder dessen Reprise, sondern das ganz ans Ende platzierte A Day in the Life. Manch Kritiker hält den Abschlusstrack des Albums gar für den absoluten künstlerischen Höhepunkt der Beatles. A Day in the Life besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Johns textlich verdrehtem Hauptpart und dem auf wundersame Weise passenden Mittelstück von Paul, in dem dieser über einen verpassten Schulbus schwadroniert. John lässt uns im Wesentlichen an seinen Assoziationen beim Lesen bestimmter Zeitungsüberschriften teilhaben. Oh je, ich habe heute die Nachrichten gelesen über einen Glückspilz, der es geschafft hatte. Obwohl die Meldung ziemlich traurig war, musste ich lachen. Ich habe das Foto gesehen. Er hat sich das Hirn in einem Auto ausgeknipst. Er hatte das Umschalten der Ampel nicht mitbekommen. Eine Menschenansammlung starrte hin. Die Leute hatten ihn schon mal gesehen, aber niemand war sich wirklich sicher, ob er einer aus dem Oberhaus des Parlaments war. Ich habe einen Film gesehen. Junge, Junge, die englische Armee hatte gerade den Krieg gewonnen. Die Menschenmasse hat sich abgewendet, aber ich musste hinsehen. Ich hatte ja das Buch gelesen. Ich mag es, dich anzuturnen. Oh Mann, ich habe heute die Nachrichten gelesen. 4000 Schlaglöcher in Blackburn, Lancashire. Auch wenn die Löcher ziemlich klein waren, sie mussten sie alle zählen. Und jetzt wissen sie, wie viele Löcher man braucht, um die Albert Hall zu füllen. Ich würde dich gern antörnen. Um die psychedelische Wirkung weiß das Songwriter-Duo. I'd love to turn you on. Was für eine Zeile. John und Paul müssen sich nur kurz ansehen. Dann wissen sie, dass die BBC den Song zensieren wird. Aber das mit Abstand interessanteste an A Day in the Life ist der Umstand seiner Entstehung. Die Beatles nämlich können im Januar 67 schlicht und ergreifend machen, was sie wollen. Zeit und Geld spielen keine Rolle. Um die beiden separaten Teile des Songs miteinander zu verbinden, füllen sie eine 24-taktige Pause mit dem atonalen Anschwellen eines halben Orchesters, dessen 40 Musiker für ein Gesamtentgelt in Höhe von rund 367 Pfund von abends um 8 bis nachts um 1 alles, vom tiefstmöglichen bis zum allerhöchsten Ton aus ihrem jeweiligen Instrument holen sollen. Und einen Extrawunsch haben die Beatles. Zu Frack und Fliege mögen die Herren E-Musiker doch bitte rote Clownsnasen tragen. Nur so zum Spaß. Bei aller Durchschlagskraft, die Sgt. Pepper innewohnt, die Beatles setzen noch einen drauf. Wer außer dem Quartett der Superlative könnte die erste weltweite BBC-Live-Sendung One World musikalisch begleiten? Die TV-Kameras in den EMI-Studios schicken die Botschaft All You Need Is Love per Satellit an geschätzte 350 Millionen Zuschauer. John Lennon, Kaugummi kauend und singend auf dem Barhocker, Paul am Bass, George an der Gitarre, Ringo an den Drums. Sie sehen aus wie bei einer ganz gewöhnlichen Bandprobe, von den bunten Kostümen einmal abgesehen. We'll be right back.
Patty Harrison, die Frau, die George während der Dreharbeiten zu A Hard Day's Night kennengelernt und inzwischen geheiratet hat, macht die vier Beatles auf den Maharishi Mahesh Yogi aufmerksam. Einen indischen Guru, der gerade in Großbritannien für die transzendentale Meditation wirbt. Die Band, wie immer für alles Neue und Seltsame zu begeistern, besucht am letzten Augustwochenende 1967 ein Einführungsseminar des Maharishi in Wales. Aber die Nachricht von einem tragischen Unfall reißt die Beatles abrupt aus ihren meditativen Träumen. Brian Epstein ist tot. Im Alter von nur 32 Jahren stirbt der Manager an einer Überdosis Schlaftabletten in seiner Londoner Wohnung. Die Behörden gehen nicht davon aus, dass es Selbstmord war. Zu vieles deutet darauf hin, dass Brian große Pläne hatte und das Leben durchaus zu genießen wusste. Doch mit der mentalen Verfassung des Beatles-Machers war es stetig bergab gegangen. Die Beatles hatten sich in den frühen 60ern ihren Stand als Nummer 1 vor allem durch Brians kaufmännische Fähigkeiten erspielen können. Für die Feinarbeit im Studio, das Tage-, Wochen- oder monatelange Experimentieren mit Sounds und Klanggebilden, dafür brauchten die Boys keinen Finanz- und Logistikfachmann. Zum Zeitpunkt seines Todes läuft Brian Epsteins 5-Jahres-Vertrag mit den Beatles noch genau einen Monat. Hätte die Band ihn im Oktober 67 erneuert? Brian Epstein ist für die Beatles unersetzlich, das wissen die vier. Einen neuen Manager suchen sie sich erst einmal nicht. Der Platz bleibt leer. Es ist vor allem Paul McCartney, der die Gruppe aus ihrer Lethargie holt, nach Epsteins Tod. Intensive Arbeit, so wird sich auch in späteren Jahren zeigen, ist Pauls Strategie, mit Trauer und Verzweiflung umzugehen. Es mag der angespannten Situation geschuldet sein, dass die Beatles sich selbst überschätzen, der Meinung sind, sie seien zu allem in der Lage, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und die Idee zum Fernsehfilm Magical Mystery Tour ist nicht einmal schlecht. Die Prämisse, dass die Band alles von der Regie über die Filmmusik bis zum Schnitt selbst übernimmt, ist es nicht. Es sind 52 seltsame Minuten, die das britische Publikum am zweiten Weihnachtstag 1967 präsentiert bekommt. Eine Busfahrt mit saufenden Ausflüglern, psychedelische Landschaftsaufnahmen in knalligen Farben, die das Publikum aber mit seinen Schwarz-Weiß-Geräten nicht erkennen kann, John Lennon als verrückten Kellner und eine Band in Tierkostümen. Das erste Mal bekommen die Beatles für eine ihrer Aktionen gnadenlose Verrisse. Indien soll der Band etwas Frieden bringen. Musik.
Das im Bundesstaat Uttarakhand am Fuße des Himalaya gelegene Camp des Maharishi Maresh Yogi in Rishikesh gleicht einem Ferienlager, nur für transzendentale Meditation. Ringo hat schon nach knapp 2 Wochen die Nase voll. Vor allem das Essen macht ihn krank. Paul streicht nach einem Monat die Segel, John und George bleiben 2 Monate. Dann kehren auch sie dem Maharishi den Rücken. Der Guru ist ein Geldschneider, das haben die 4 gelernt. George bleibt dem Hinduismus und dem Maharishi dennoch treu und spielt für dessen Partei 25 Jahre später sogar noch ein Konzert. Er macht seinen Glauben nicht an einem Priester fest. John aber widmet dem Maharishi gleich 2 ganze Lieder. Sexy Sadie, der seltsame Songtitel soll lediglich den Adressaten verschleiern, und Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey. Come on, it's such a joy. Come on and take it easy. Diese Worte hatte der indische Guru nur zu oft benutzt, wenn es darum ging, bei seinen zahlungskräftigen Schülern morgens gute Laune zu verbreiten. Lennon schafft es, die Zeilen wie das Gebrülle eines verrückten Marktschreiers klingen zu lassen. Für eines ist der Aufenthalt in Indien gut. Er führt in Sachen Songwriting zu einem Output ungeahnten Ausmaßes, der nach Ansicht der 4 Musikanten sofort umgesetzt und in schwarzes Vinyl geritzt gehört. Doch Fehlanzeige. Bevor das weiße Album mit dem schlichten offiziellen Namen The Beatles erscheint, kommt ein von der Band selbst schon beinahe vergessenes Werk auf den Markt. Der Trickfilm Yellow Submarine, unter künstlerischer Leitung des deutschen Heinz Edelmann, frei erzählt nach dem Text des Ringo Gassenhauers vom Revolver-Album. Die Beatles haben anfangs kein Interesse und wollen den Film nur, um ihren Vertrag mit United Artists zu erfüllen, was aber nicht funktioniert. Erst später stellen sie fest, wie innovativ der Streifen wird und begeistern sich dafür. 4 Songs auf dem Soundtrack zu Yellow Submarine sind komplett neu für das Publikum, stammen aber mit Ausnahme des Lennon-Rockers Hey Bulldog aus der Ära Sgt. Pepper. Und zum ersten Mal sind bei einem Beatles-Album auch Solo-Beiträge ihres Produzenten George Martin zu finden. Der klassische streicherbasierte Soundtrack zu Yellow Submarine stammt komplett aus seiner Feder und füllt die gesamte 2. Seite der LP. Bei der Premiere von Yellow Submarine ist John Lennon mit einer Frau zu sehen, die in den Jahren darauf nicht mehr von seiner Seite weichen soll. Yoko Ono ist Johns große Liebe, sein Rückhalt, seine Muse. Auf der anderen Seite ist die Tatsache, dass Yoko auch bei den Proben John niemals allein lässt, ein Spannungsmoment, das die innere Zerrissenheit der Beatles zwar nicht herbeiführt, aber unterstreicht. Ebenso ist wenig hilfreich, dass Yoko oft auch die Musik kommentiert, kritisiert und Verbesserungsvorschläge einreicht. Kurzum, die 3 anderen Beatles fühlen sich unwohl in Yokos Gegenwart. Ein Umstand, der nicht so sehr ihrer Person, sondern eher ihrer Allgegenwärtigkeit geschuldet ist. Zusammen mit dem Fehlen Brian Epsteins und dem relativen Misserfolg der Magical Mystery Tour wird jetzt deutlich, dass die Beatles nicht unantastbar und vor allem menschlich geblieben sind. Dass Ringo mitten in den Aufnahmen zum White Album aufgibt und die Band für 2 Wochen verlässt, gerät seinerzeit nicht an die Öffentlichkeit. Obwohl sich die Proben und Aufnahmen für das weiße Album mehr als schwierig gestalten, das musikalische Endergebnis stimmt und trägt das Qualitätssiegel The Beatles nicht zu Unrecht. Auch wenn viele Lieder bis auf das Grundgerüst aus Schlagzeug, Bass und Gitarre von ihren jeweiligen Komponisten und nicht der ganzen Band bearbeitet werden. We'll be right back.
Das weiße Album hat herausragende Momente. While My Guitar Gently Weeps, Happiness is a Warm Gun, das umstrittene Obladi Oblada, den mit Abstand schrägsten Track in der gesamten Beatles-Historie, Revolution No. 9 und Helter Skelter. Obwohl George Martin den Vieren abgeraten hatte, eine Doppel-LP mit insgesamt 30 Songs herauszubringen, hören die Beatles nicht auf seinen Rat. Immerhin sollen allein in Rishikesh 48 Lieder entstanden sein und mittlerweile sind die Egos der Musiker zu ausgeprägt, als dass jemand auf einen seiner Songs hätte verzichten können. Blackbird bedeutet wörtlich übersetzt Amsel, McCartney aber nimmt den schwarzen Vogel 1968 als Synonym für farbige Menschen, die um ihre Rechte kämpfen. Schwarzer Vogel, der des Nachts singt, nimm deine gebrochenen Flügel und lerne zu fliegen. Dein ganzes Leben lang hast du auf den Moment gewartet, dich zu erheben. Benutze deine eingefallenen Augen und lerne zu sehen. Dein ganzes Leben lang hast du auf den Moment gewartet, frei zu sein. Flieg, schwarzer Vogel, flieg ins Licht der stockfinsteren Nacht. Das weiße Album mit seiner spartanischen Hülle gerät zum Gegenstück des trendsetzenden Sgt. Pepper Albums. Zu einer Antithese des Flower Power Hypes, dem die Beatles höchst selbst durch Pepper nicht unwesentlich zum Durchbruch verholfen hatten. Das Zweifach-Vinyl verkauft sich unglaublich gut. Auch wenn es nur für die stolze Summe von 35 D-Mark zu haben ist, allein in den USA gehen in der ersten Woche 2 Millionen Exemplare weg. Der musikalische Standard der Beatles ist ungebrochen Weltspitze. Auch erkennbar daran, dass es die Band schafft, mit Hey Jude ganz nebenbei und unabhängig vom White Album einen Evergreen zu platzieren. Hey Jude ist die erste Veröffentlichung der Beatles eigenen Firma Apple. Viel mehr als nur ein Plattenlabel soll Apple nach dem Willen der Vier sein. Der 68er Apfel steht für Kunst, Musik, Film, Mode, Lifestyle, kurz die wilden 60er. Mit dem amerikanischen Computerriesen, dessen Logo sich vom Beatles-Zeichen nur dadurch unterscheidet, dass es den Apfel angebissen zeigt, hat Apple nichts zu tun. Wie sich schnell herausstellt, sind die Beatles ohne Brian Epsteins betriebswirtschaftlichen Sachverstand aufgeschmissen. Apple ist bis auf seine Schallplattensparte ein Verlustgeschäft. Am deutlichsten sichtbar an der Schließung der Apple Boutique im Herzen Londons nur wenige Monate nach der Eröffnung. Zu allem geschäftlichen Hickhack gesellt sich bei den Vieren eine gehörige Portion Überdruss ins Bandgefüge. Paul ist inzwischen klarer Boss der Beatles, auch wenn er das abstreitet. Aber spätestens seit dem Tod Brians ist offensichtlich, dass McCartney schlichtweg der fleißigste, arbeitsamste und auch kreativste aller Beatles ist. Und er will die Band am Laufen halten. Am besten, so denkt er sich, macht man, was man am besten kann. Live auftreten. Immerhin hatte der ganzen Band die Aufzeichnung des Promofilmchens zu Hey Jude vor 300 Fans großen Spaß gemacht. Warum also nicht das Ganze in Großformat?
Ein einstündiger Auftritt schwebt Paul vor, aufgezeichnet auf Videoband vor exotischer Kulisse, etwa auf einem Schiff oder mitten in der Sahara. Ein Amphitheater ist schließlich favorisierte Konzertstätte. Doch bis auf Paul McCartney ist niemand hundertprozentig von dem Projekt überzeugt. Dennoch finden die Beatles einen Produzenten für die angedachte TV-Sendung, Dennis O'Dell, der es schließlich schafft, dass die Band wenigstens mit den Proben anfängt. Es ist keine besonders gute Idee, die Beatles beim Einstudieren ihres neuen Materials in die Twickenham Filmstudios zu verfrachten und ihnen schon am frühen Morgen die Kamera vor die Nase zu halten. Regisseur Michael Lindsay Hogg aber will eine Dokumentation über die Gruppe beim Vorbereiten ihres noch immer erwogenen Live-Auftritts in den Kasten bekommen. Die Beatles sind zwar nicht so schlecht gelaunt, wie es immer heißt, und Meinungsverschiedenheiten werden in der Regel friedlich ausgetragen. Was auffällt ist, dass die Beatles planlos sind, da sie zum Zeitpunkt der Sessions noch gar nicht so genau wissen, wohin sie das Projekt führen wird. Da aber die 16mm Tapes laufen und laufen, reißt man sich so gut es geht zusammen und jammt sich durch Rock'n'Roll Klassiker und einige neue Kompositionen. Obendrein hockt Yoko immer mit im Studio und diesmal ist es George, der den Kanal voll hat. Er geht, verlässt die Band, besucht für ein paar Tage seine Eltern. Ohne ihn bringen die Rest-Beatles überhaupt nichts mehr zustande. Die Öffentlichkeit weiß von dieser Misere, wie schon zuvor bei Ringos Pause, nichts. 5 Stunden dauert die Debatte, bei der George schließlich wieder zum Mitmachen überredet werden kann. Seine Bedingung? Schluss mit dem Geübe für einen einzigen Auftritt. Die Beatles sollen wieder ein Album aufnehmen. George will in die Apple Studios, Räume, die den Beatles gehören und die ein befreundeter Techniker namens Magic Alex eingerichtet hat. 72 Aufnahmespuren verspricht er der Gruppe, während der Standard bei 8 bis 16 Spuren liegt. Und wozu Mikrofone? Magic Alex setzt auf klingende Kraftfelder. Klitzekleine Lautsprecher, aber dafür eine Unmenge davon, verteilt der selbsternannte Zauberer im Mischraum. Die Beatles brauchen 2 volle Tage, um den ganzen Unsinn wieder aus den Apple Studios zu entfernen und sich eine mobile Anlage zu besorgen. Ein abendfüllender Film und ein dazugehöriges Album mit dem Titel Get Back sollen es jetzt sein. Und schlecht sieht es eigentlich nicht aus. Um die miese Laune zu vertreiben, hat George die Idee, seinen Freund Billy Preston zu den Get Back Sessions einzuladen. Den äußerst versierten, vor allem aber überaus umgänglichen Keyboarder hatte die Band bereits 1962 im Star Club schätzen gelernt. Und siehe da, die Beatles benehmen sich plötzlich wieder wie süße Sahne. Die gute Stimmung greift sofort auf die Musik über. Wer schließlich auf die Idee kommt, einige Songs der Get Back Sessions auf dem Dach des Apple-Gebäudes in der Savile Row live und ohne jegliche Vorankündigung aufzuführen, ist unklar. Auf den vorhandenen Aufnahmen dieser Sessions fehlt genau der Moment, an dem die Idee zum ersten Mal aufkommt. Im Grunde dürfte es letztendlich ein gemeinsamer Einfall aller 4 gewesen sein. Es ist der letzte gemeinsame Auftritt der Beatles. Sinn und Zweck des Ganzen ist eigentlich, Regisseur Lindsay Hogg einen hübschen Abschluss für seine unvollendete TV-Doku zu geben. Doch so nett das 42-minütige und von der Polizei wegen des Lärms abgebrochene Dachspektakel auch gerät, das geplante Album Get Back legen die Beatles schließlich auf Eis, weil sich die Schneidearbeiten am Film in die Länge ziehen.
Es ist nicht so, dass die Beatles als Einzelgänger faul wären. George veröffentlicht ein Soundtrack-Album namens Wonderwall und John und Yoko ihre schon weit früher aufgenommenen experimentellen Geräusche unter dem Titel Unfinished Music No. 1, Two Virgins. Beide nehmen den Titel wörtlich und zeigen sich auf dem Cover unbekleidet. Viel schlimmer als die musikalische Stagnation jener ersten Monate im Jahr 69 sind die geschäftlichen Entwicklungen, über die man sogar in der Bravo lesen kann. Und die sind alles andere als unkompliziert. Nicht genug damit, dass Brian Epsteins NEMS Company von einem Investment Trust gekauft wird, was der Band eine wichtige Kontrollinstanz über ihren eigenen Songkatalog entzieht. Vom Verlag Northern Songs, dem Inhaber der Kompositionsrechte sämtlicher Lennon-McCartney-Stücke, werden ohne Wissen des Komponistenduos Anteile an die Mediengruppe ATV verkauft. Als die Beatles versuchen, die verlorenen Anteile zurückzukaufen, stellt sich heraus, dass Paul ohne das Wissen der anderen seine Anteile an Northern Songs bereits aufgestockt hatte. Das ist an sich weder illegal noch wirklich unkollegial, doch es bleibt ein fader Nachgeschmack, verursacht durch die vage Vermutung, Paul habe seine Schäfchen klammheimlich ins Trockene bringen wollen. Da alle vier nicht besonders gut mit Geld umgehen können, steht die Suche nach einem neuen Manager oder besser Verwalter an. Paul will die Firma seiner angeheirateten Familie einsetzen, Eastman und Eastman, Vater und Bruder seiner frisch gebackenen Ehefrau Linda McCartney. John, George und Ringo aber wollen Apple und ein Fünftel der Einnahmen Alan Klein überlassen, einem nicht unumstrittenen und windigen Manager. Dem allerdings, und das überzeugt vor allem John, auch die Rolling Stones vertrauen. Gegen Paul steht es 1-3. Doch inmitten dieser spannungsgeladenen, aufgeheizten Atmosphäre gelingt den Beatles das ultimative Meisterwerk, der krönende Abschluss ihrer Karriere. Abbey Road ist vom ersten Moment aus John's Come Together über Ringos zweites Tiefseeabenteuer Octopus's Garden bis zum bittersüßen The End von Paul ein überragendes, in sich geschlossenes und zudem vollkommen zeitloses Tondokument. Rein musikalisch stellt Abbey Road sogar Sgt. Pepper in den Schatten.
song, love is you. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue. Für George hält das Album eine ganz besondere Ehre bereit. Die ausgekoppelte Single, ein Liebeslied für Patty, stammt zum ersten und einzigen Mal bei den Beatles aus seiner Feder. Dem Vernehmen nach bezeichnen John und Paul Something als besten Song auf Abbey Road. George meint, es sei die schönste Melodie, die er je komponiert habe. Und Frank Sinatra wird gern mit den Worten zitiert, Something sei das beste Liebeslied der vergangenen 50 Jahre. Nach Abbey Road ist die Zeit der Beatles vorbei. Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis zum offiziellen Aus, seit die Band am 20. August 1969 zum allerletzten Mal gemeinsam im Studio war. Die Beatles kümmern sich weiter um ihre Solokarrieren. Ringo bastelt an einer Big Band LP, George produziert Apple-Künstler, schließt sich der Gruppe Delaney and Bonnie and Friends an. Paul zieht sich vorübergehend nach Schottland zurück. Sein Solo-Debüt spielt er komplett alleine in London ein. John gründet die Plastic Ono Band, gibt Konzerte, nimmt Platten auf und veröffentlicht mit Give Peace a Chance eine seiner musikalisch umstrittensten, ganz sicher aber bedeutsamsten Singles. 1. Juni 1969, Montreal, das Queen Elizabeth Hotel. John Lennon und Yoko Ono, seit etwas mehr als 2 Monaten verheiratet, liegen im Bett. Wie schon seit einer ganzen Weile, wenn sie nicht gerade auf Reisen sind. Die Presse findet den Ausdruck Bed-In für diese Aktion passend. Wie schon zuvor in Amsterdam laden die beiden frisch Vermählten immer wieder Reporter in ihre Unterkunft ein. Als einer der Schreiberlinge John zum x-ten Mal nach dem Hintergrund des Bed-Ins fragt, antwortet Lennon: Alles, was wir sagen, ist, gebt dem Frieden eine Chance. Es ist wieder einmal ein musikalisches Phänomen, das da auf Lennons Konto geht. Nicht einmal viele eingefleischte Beatles-Fans können die Strophe mitsingen, aber den Refrain kennt die ganze Welt auswendig. Es ist das Friedenslied schlechthin, ob bei Ostermärschen oder anderen Antikriegsdemonstrationen. Give Peace a Chance ist ein Lied, aber noch mehr als das ein Statement. John, George und Ringo unterschreiben schließlich am 8. Mai 1969 einen Managementvertrag mit Alan Kleins New Yorker Firma Epco.
Paul verweigert seine Unterschrift. Bei einem Gerichtsverfahren 1971 wird Paul Alan Klein Missmanagement vorwerfen und vollkommen zu Recht erklären, dass Klein seine finanziellen Interessen nie vertreten habe. Für Paul ist die Sache mit den Beatles gelaufen. Die anderen drei wollen die Veröffentlichung seines Soloalbums McCartney verhindern, damit es nicht zum gleichen Zeitpunkt erscheint wie die Langspielplatte Let It Be und der gleichnamige Film. Dieser ist nichts weiter als der ad acta gelegte Get Back-Streifen, umbenannt nach Pauls Piano-Ballade aus den Get Back-Sessions vom Januar 69, von der noch niemand weiß, dass sie einmal einen ähnlichen Status wie Yesterday erlangen wird. McCartney ist angesichts der Bevormundung durch Alan Klein außer sich. Er schmeißt sogar Ringo aus seinem Haus, als dieser ihn besucht und ihm die Situation erklären will. Und was macht John? Er beauftragt anstelle von Stammproduzent George Martin und, ohne es Paul zu sagen, den amerikanischen Wall of Sound-Erfinder Phil Spector, um die alten Bänder aus den Twickenham-Studios zu überarbeiten. Immerhin jedoch erhält Paul eine Testpressung der LP. Was er darauf hört, gefällt ihm zwar nicht, aber er kümmert sich auch nicht weiter darum. So wird Let It Be schließlich ein Beatles-untypisches, stellenweise überladenes und kurzes Durchschnittsalbum, dessen qualitativer Abstand zu Abbey Road größer nicht sein könnte. Mit dem Titelsong, der Single Get Back und Lennons grandiosem Across the Universe enthält aber auch Let It Be Momente, die den Abdruck des Bandnamens auf dem Cover rechtfertigen. George Martin aber kommt über Let It Be, die erste und einzige nicht von ihm abgemischte Beatles-Platte, nie richtig hinweg. Auch Paul fühlt sich hintergangen, geschäftlich wie musikalisch. Ganz beiläufig im interviewartigen Pressetext zu seiner Soloplatte versteckt er die Nachricht, die am 10. April 1970 die Beatles-Fans in der ganzen Welt schockt. Planen Sie ein neues Album oder eine Single mit den Beatles? Nein. Ist das Album eher eine Pause von den Beatles oder der Start einer Solokarriere? Das wird sich herausstellen. Ein Solokünstler zu sein, heißt, eine Solokarriere zu starten. Nicht mit den Beatles fertig zu sein, bedeutet, es ist nur eine Pause. Also es ist irgendwie beides. Ist der Bruch mit den Beatles übergangsweise oder für immer angesichts ihrer persönlichen und musikalischen Differenzen? Es sind persönliche, geschäftliche und musikalische Meinungsverschiedenheiten, aber in der Hauptsache geht es darum, dass ich besser für meine Familie da sein kann. Übergangsweise oder für immer, ich weiß es nicht. Denken Sie, dass eine Zeit kommen wird, in der Lennon McCartney wieder zusammen Songs schreiben? Nein. So vielfältig die Gründe für das Ende der Beatles auch sein mögen, viele Fans entwickeln eigene Theorien, suchen Schuldige außerhalb. Vor allem die weibliche Anhängerschaft will nicht wahrhaben, dass der Entschluss für den Schlussstrich von ihrem Liebling Paul kommen soll. Ich weiß nicht warum, aber die einzige Person, die ich dafür verantwortlich machen könnte, der ich das anhängen könnte, ist Linda. Wir alle denken das. Linda Eastman. Wer ist Linda Eastman? Ja genau, wer ist sie? Wer ist diese Frau? Technisch gesehen sollte sie Pauls Frau sein, aber sie ist seine Befehlsgeberin, seine Aufpasserin. Sie sagt, was er machen soll. Warum, weiß ich nicht. Ich wünschte, ich wüsste das. Es ist einfach furchtbar. Ein Genie wie Paul. Der Mann, der er einmal war. Sowas kann man doch als Frau einem Mann nicht antun, oder? Wird für euch irgendjemand die Beatles jemals ersetzen können? Niemals. Die Beatles sind einmal. Mit den Beatles wird es nie vorbei sein. Dafür sind sie einfach zu gut. Das Verhältnis der Ex-Beatles untereinander bleibt eng. Die Beziehung Lennon-McCartney aber lässt sich nicht mehr kitten. Zu viert stehen John, Paul, George und Ringo nie wieder auf der Bühne. Manager Alan Klein wird 1974 wegen der Unterschlagung von Tantiemen rechtskräftig verurteilt. John und Paul sehen sich das letzte Mal am 24. April 1976. Beide schauen in Lennons New Yorker Wohnung eine Ausgabe von Saturday Night Live auf NBC, als sie plötzlich vor laufender Kamera vom Moderator ins Studio eingeladen werden. Nach kurzer Überlegung entscheiden sich aber beide dazu, diesen Gag nicht mitzumachen. Paul besucht John am nächsten Tag noch einmal, doch Lennon hat für seinen ehemaligen Partner diesmal keine Zeit. Gab es je die Chance einer Wiedervereinigung der Beatles, abgesehen von den Aufnahmen zur Anthology in den 90er Jahren? Angebote für ein einziges millionenschweres Konzert werden in den 70ern von allen Vieren abgelehnt. Auch nach John Lennons Tod 1980 bleibt es beim Nein der verbliebenen drei, egal zu welchem Preis. Wenn einer fehlt, sind es nicht mehr die Beatles.
gesagt haben sie das schon in den frühen 60ern. If one Beatle decided to retire, would you continue? No. No. Sie hörten eine Produktion von Löwe Audio und Thomas Bleskin, 2009.